Events Nummer 2 und Nummer 3, die werden wir nachholen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren und einladen und würden uns freuen, wenn Sie da auch dabei sind. Sehen Sie uns nach, wenn jetzt am Anfang nicht alles zu 100% klappt. Wir geben unser Bestes, aber schauen wir einfach mal. Ganz kurz zum Organisatorischen. Sie können jederzeit Fragen stellen in der Q&A-Session. Ganz am Ende werden wir diese Fragen beantworten oder, wenn es sich anbietet, auch mal zwischendrin. Die Fragen stellen Sie bitte schriftlich. Das Event selbst wird aufgezeichnet, das heißt, es ist im Nachgang auch nochmal verfügbar und auch die Folien können separat abgerufen werden. Wir werden Sie dann informieren, auf welche Art und Weise Sie die downloaden oder angucken können. Zum Programm heute, das wird so laufen, dass wir etwa 9:10 Uhr starten mit einer Session von einer Stunde ungefähr. Wir werden Sie informieren über Basic-Dinge, über Prinzipien, was die Security anbelangt. Werden Ihnen das Microsoft-Portfolio aufzeigen, werden dann anschließend eine kleine Pause machen, circa 20 Minuten, Biopause, Kaffeepause, was auch immer ansteht, damit Sie erholt in die zweite Session auch wieder eine Stunde gehen können. Und dort wird es etwas praxisnäher. Im Anschluss eben die Q&A, die Frage- und Antwort-Session. Und letztendlich werden wir dann circa so 11:45 bis 12 Uhr zum Ende kommen. Für heute noch als Einstieg, ungewollt aktuell, die Security aktueller denn je, weil durch Corona hat sich die Arbeitswelt ja so dermaßen verändert. Es sind neue Rekorde in der Nutzung von Teams, Teamviewer, Zoom, Slack, alles geht durch die Decke. Das Arbeiten hat sich verändert. Die Leute sitzen nicht mehr im Unternehmen, sie sitzen im Homeoffice oder wo auch immer und viel wird remote gearbeitet. Und letztendlich ist dann das eine, das Schöne, dass man flexibler arbeiten kann, natürlich auch mit einem ganz gewaltigen Risiko verbunden. Ich habe Ihnen mal Zahlen rausgesucht. Die sind echt erschreckend. Also es gibt von der Firma Mimecast eine Untersuchung und in dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass schon bereits in der ersten Kalenderwoche in 2020, als Corona so langsam angefangen hat, die Bedrohungen deutlich zugenommen haben. Teilweise erschreckende Zahlen. Und was auffällig ist, auch seit Januar gibt es 60.000 neue Domain-Gründungen, einfach um irgendwelche Betrügereien damit anzuzetteln. Das alles erfordert Maßnahmen auf eine Art, wie wir sie wahrscheinlich in diesem Umfang und in dieser Art noch nicht getroffen haben. Und deshalb haben wir hier zwei Experten versammelt. Diese zwei Experten, meine Kollegen Dominik Simon und Christoph Barreit, werden Sie jetzt durch den Rest des Vormittags begleiten, ein bisschen diskutieren und Sie in die Geheimnisse der Security einweihen. So, hiermit übergebe ich an die Kollegen. Ich muss mich noch entstöpseln. Und mache den Platz frei. So, guten Morgen. So, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dominik Simon. Ich bin hier im Hause Cloud Solution Architekt und IT Business Architekt und ich werde zusammen mit dem Chris Barreit, Morgen. der hier im Hause Solution Architekt für den Bereich Network und Security ist, heute mal mit Ihnen das Thema Microsoft Security uns genauer anschauen. Ich möchte auch ganz gerne mal mit einem Statement starten, Chris. Microsoft Security, warum ist Microsoft der
Microsoft ist doch der Grund, warum wir Security brauchen. Also das ist doch ein Statement, das wir relativ häufig zu hören bekommen, wenn wir über unsere Kunden, mit unseren Kunden über das Thema Security sprechen. Könnte von mir sein. Könnte von dir sein, ich weiß. Wir sind da manchmal auch noch etwas unterschiedlicher Meinung. Ich hoffe, das kriegen wir heute noch ein bisschen aufgegleist. Aber ich sage jetzt einfach mal, ist es denn tatsächlich so? Ja? Also wir schauen mal Windows 10 mit weniger Lücken als Linux, macOS und Android. Mac ist unsicherer als Windows, wach auf Apple. Wenn wir uns die Vulnerabilities mal anschauen, ja, wir wissen, da fehlt noch Windows 10, aber Windows 10 steht momentan auch auf Platz 4 hier, also hinter OS X, iOS und Linux. Und ganz kurzen Moment. Tja, dann muss ich wohl weiterzählen. Ja. Ach, da ist das Bild wieder. So schnell kann es gehen, wenn man den richtigen Knopf drückt. Ja, sorry, das ist natürlich auch die Bösen. Ja. Tut uns leid, ja. Das ist ja, wie gesagt, es ist live, es ist das erste Mal. Da kann es noch passieren, dass wir noch ein bisschen in der Findungsphase sind. Sorry dafür. Genau, um dann aber auch zu gucken, eigentlich so die letzten spektakulären Sicherheitslücken, die wir hatten, waren ja eigentlich auch Sicherheitslücken, die wir gar nicht von der Software aus hatten, sondern die tatsächlich Hardware-basiert wären. Also wenn wir uns da Meltdown und Spectre angucken, das waren Designfehler in der Hardware. Absolut richtig, und da kann natürlich auch kein Softwarehersteller was dafür. Ja, also. Und böse Zungen würden behaupten, wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz sicher sein. Und so ist es ein bisschen mit Microsoft. Wir haben eine extrem flexible Plattform, die für alles da ist. Und die muss natürlich aber auch für alles gewappnet sein. Und da ist es ja eigentlich auch normal, dass man da ein bisschen mehr Troubles hat wie mit den anderen. Aber man sieht, Microsoft tut was. Microsoft hat es erkannt. Ja, Microsoft gibt wirklich Gas in der Geschichte. Die Architektur wird geändert, Windows 10 schon per se sicherer wie alle anderen Windows vorher. Und da ist natürlich wirklich die Geschichte, dass Microsoft da wirklich sehr viel Know-how, sehr viel Technologie und Manpower reinsteckt, um da wirklich auch gewappnet zu sein, um dieses, ja, sagen wir mal, Manko, was seit Jahrzehnten eigentlich besteht, da auch wirklich dann wieder hinten rüberfallen lässt. Ja, schön, dass du mir jetzt so ein bisschen den Ball zugespielt hast, weil wir schauen uns mal an der Stelle an, was tut denn Microsoft eigentlich im Bereich Security? Also jedes Jahr investiert Microsoft $1 Milliarde für die Weiterentwicklung ihrer Security. Damit zählt Microsoft zu einem der größten Security-Hersteller. Das hatten wahrscheinlich die meisten jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Also momentan arbeiten 3.500 Mitarbeiter im Security Operations Center, also rund um die Uhr, der Überwachung der Online-Dienste, die Microsoft zur Verfügung stellt, um dort Angriffe zu erkennen und dagegen zu wirken. Was tun Sie denn ganz konkret? Also Sie sind vor allen Dingen in den Bereichen Identity und Access Management ganz aktiv. Threat Protection, also das heißt das Erkennen von Angriffen, sowohl online, aber auch auf dem Endpoint. Also da sprechen wir über einen Defender oder Defender. Davor ist noch Amazon Web Services, wobei man auch fairerweise sagen muss, die Wachstumsraten bei Microsoft sind tatsächlich ein Stück höher als bei AWS, sodass man davon ausgehen kann, dass sich das jetzt über die Jahre ein bisschen ausnivellieren wird. Ich habe auch gerüchteweise gehört, dass einige von AWS jetzt zu Azure gewechselt sind. Mitarbeiter. Ah. Mitarbeiter, nicht nur Kunden. viele sogar, wird mir gerade aus der Regie gesagt. Dann haben wir das Thema Information Protection. Das heißt, der Schutz der Informationen eines Unternehmens, wo Microsoft ganz aktiv ist, wo wir uns auch die Mechanismen anschauen werden, wie wir das Ganze schützen können. Governance, Information Governance, ein ganz wichtiges Thema an der Stelle, was immer mehr Kunden auch treibt. Und wenn wir uns mal die Zahlen angucken, haben wir in den letzten Jahren mitbekommen, dass ungefähr 80% aller Attacken aus den eigenen Reihen quasi kommen. Das heißt, Insider Risk Management ist auch ein ganz wichtiges Thema, das die Microsoft an der Stelle mit abdeckt. Und Compliance
Ich denke, das ist in aller Munde momentan. DSGVO, ISO 27001, name it. Ja, ja, was auch immer, ja. Da haben wir auch Möglichkeiten, das ganze Thema uns schön anzuschauen und okay, zu verwalten. Und natürlich Discover and Respond, also die Sachen zu erkennen und auch tatsächlich drauf zu reagieren. Das sind jetzt mal so die Themen, die Microsoft an der Stelle schon mal abdeckt. Also Chris, klingt schon nach einem sehr übergreifenden Bundle. Ja, und das ist natürlich genau die Stärke auch in dem Sinn von Microsoft, wo man Microsoft lassen muss. Sie tun in vielen Bereichen was, in quasi ziemlich allen Bereichen was. Und genau da haben wir, wenn man die klassische IT-Security-Hersteller sieht, eine leichte Challenge, weil wir natürlich nicht diesen All-in-One-Hersteller haben, der quasi alle diese Themen wirklich abdeckt. Wir haben natürlich die Spezialisten in den einzelnen Bereichen mit den einzelnen Herstellern, die da gewiss auch nochmal ein Stück tiefer gehen. Aber natürlich als kleines mittelständisches Unternehmen, der sich um alle diese Themen eigentlich kümmern sollte, der müsste sich so viel Security-Know-how aneignen, dass es eigentlich schon fast nicht mehr alleine stemmen kann. Also von daher ist das ein guter Weg oder ein, sagen wir, gangbarer Weg, wie ich finde, wo da Microsoft durchaus in die richtige Richtung geht, dass sie sagt, ha, wir packen mal alles mit rein und wir sprechen ja nachher noch über Lizenzierung und was ist dabei und so weiter und so weiter. Also von daher ist es natürlich auch dann auf der einen Seite eine Geldfrage, aber wenn ich natürlich alle Spezialisten mir dazu einverleiben muss, um dann genau dasselbe zu haben, muss ich mir natürlich abwägen, Usability versus Kosten versus Security, ja, so unser täglich Brot, ja, was machen wir denn? Jeder muss diese Entscheidungen treffen, jedes Unternehmen für sich selber, ganz individuell, mache ich es, lohnt sich nicht, wie auch immer. Und da ist Microsoft aber, muss man ihn lassen, auf einem guten Weg. Ja, also deswegen auch die nächste Slide vielleicht, ist denn Microsoft da tatsächlich erfolgreich? Ja. Dafür haben wir jetzt einfach mal so ein paar Gartner-Quadranten. Also ich denke, der dürfte bekannt sein. Also ganz rechts oben ist quasi der Beste. Ja, das ist der quasi das vollständigste Bild abbildet, also die Completeness of Vision. Und die links, die Achse nach oben, ist quasi die Ability to Execute, also das auch wirklich liefern zu können. Ja. Und wenn wir da jetzt mal schauen, ist das die Cloud Access Security. Da ist Broker, Microsoft. Genau. Schon relativ, also quasi der am besten liefern kann. Vielleicht ja, fehlt da noch ein bisschen was von der Completeness, aber das, was sie liefern, können sie wohl am besten. Ja. Ja. Wenn wir das Access Management uns angucken, da liegen sie hinter Okta, ja, aber das ist schon zweiter Platz und Okta ist natürlich hochspezialisiert. Also das klar, ist auch wieder ist der Marktführer in dem Bereich. Genau. Also definitiv. Und wenn wir uns jetzt mal die Endpoint Protection Plattforms angucken, dann ist Microsoft da rechts oben. Also Chris, Thema ja, Microsoft Defender, Endpoint Protection. Schwieriges, also interessantes Thema, nennen wir es so, nennen wir es interessant, ja. Absolut korrekt, Dominik. Also da ist immer, da ist es so und das zeigen auch die Tests. Es wird immer wieder getestet, wer findet die meisten Viren, Malware und so weiter und so weiter. Und da muss man Microsoft Respekt zollen. Ja, da haben sie sich über, man muss das aber auch gestehen, ja, über jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre haben sie sich da wirklich gemacht und sie sind kontinuierlich besser geworden. Und wenn wir rein die Technologie vergleichen, also wenn wir einen patternbasierten Antivirus eines anderen Herstellers nehmen mit dem Windows Defender im Vergleich als patternbasierten Virenscanner, also die gleiche Technologie vergleichen, dann stellt sich wirklich die Frage, warum brauche ich den anderen noch? Ja, weil der Defender wirklich sehr, sehr gute Erkennungsraten hat, sehr, sehr gute Kritiken hat und von daher perfekt ins System integriert ist, was Microsoft kann, wenn man ein System drunter macht. Ja, also da wird es wirklich schwierig für mich dann auch, aus der im Zweifelsfall immer zweifelt an der ganzen Geschichte, das dann nochmal so ungeniert vorbeiziehen zu lassen. Also, um dann, sag ich mal, jetzt sind Sie erfolgreich, würde ich schon mal mit einem Ja beantworten. Sind Sie effektiv? Also, Microsoft arbeitet daran, dass 98% der Angriffe schon abgewehrt werden und überhaupt nicht aufs System beim Kunden aufschlagen. Und das bedeutet, 2% sind bei einem durchschnittlichen Mittelständler ungefähr immer noch 1000 Security-Incidents im Jahr. Das ist schon ein Board. Und aber mit einer normalen Awareness, also mit einer
Bereitschaft der Mitarbeiter, sich ein bisschen in dieses Thema einzuarbeiten, können 93% dieser Vorfälle dann auch vermieden werden. Das bedeutet, dass wir von diesen 1000 Inzidenz dann am Ende noch auf 70 landen. Das ist natürlich immer noch ein Wort, keine Frage. Aber da gibt es natürlich dann die Mechanismen, diese dann effektiv abzufangen, weil das sind dann wirklich die Attacken, die noch bei uns aufschlagen. Und das ist ja unser Ziel, genau diese abzuwehren. Korrekt, also wir müssen natürlich die ganze Geschichte größer betrachten. Wir dürfen nicht nur auf einzelne Technologien betrachten und das ist genau das, worum es hier auch geht. Wir nehmen zum einen die Technologie und brauchen dann noch ein Awareness, also die Kombination macht's, ja, die ganze Strategie macht's und da gibt natürlich Microsoft auch in der Completeness der Vision, wie wir es vorher schon hatten, relativ viel Gas. Und genauso ist es natürlich, wenn wir mit den Kunden sprechen und Security-Strategien entwickeln, denn dann müssen wir nicht nur einmal, es ist mein Unternehmen ist nicht nur sicher, weil ich einen Antivirenhersteller habe und der mir einen Pattern liefert. Ja, leider ist es das nicht mehr, das wäre so einfach. Aber wir müssen die Kombination anschauen und wir müssen strategisch vorgehen und wir müssen dadurch auch uns, sagen wir mal, einen größeren Plan machen, mit welchen Technologien, mit welchen Szenarien, mit welchen Funktionen wir quasi da rangehen. Und man sieht es eben auch hier, das Technische wird gemacht und dann muss ich natürlich noch die Awareness dazugeben und du darfst jetzt quasi eins weitergehen. Ja, das sieht man natürlich, wir müssen in einem Framework arbeiten. Das heißt, wir haben nicht nur eine Sicht und nicht nur eine Geschichte, sondern wir müssen strategisch vorgehen. Wenn wir das strategisch vorgehen, dann fangen wir immer mit dem Punkt Identify an. Also wir müssen erstmal identifizieren, was gilt es denn zu schützen? Ja, viele gucken sich auf den Markt um und sagen, ah, ich will die Technologie, weil die ist cool. Ja, auch eine Herangehensweise, ja, kann ich dann nur manchmal sagen, ist vielleicht doppelt oder vielleicht doch nicht so ganz sinnvoll. Wichtig ist, dass man einen Schritt zurückgeht und dass man erstmal zum Thema Identify sagt, welche Geschäftsprozesse sind denn die wichtigsten? Und die sind meistens für die IT anders wie für die Geschäftsführung. Ja, die IT will so schnell wie möglich, sagt es mal im Falle des Falles, den Exchange wieder ans Laufen kriegen. Wobei die Geschäftsführung sagt, ja, der Exchange ist mir eigentlich egal. Ja, Mail ist nicht so wichtig. Ich habe einen anderen Geschäftsprozess. Irgendein Webserver muss laufen, wo meine Aufträge reinkommen oder wie auch immer. Und da gilt es natürlich dann erstmal festzulegen, die Werte zu definieren, die Risiken natürlich abzuschätzen und dann zu sagen, hinter diesen Geschäftsprozessen hängen dies und diese Systeme und da hinten dran hängt vielleicht das und das und das und das. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, ja, wo wir verschiedene Hersteller natürlich im Portfolio haben, auch natürlich in Microsoft, die uns in dem Fall da gut unterstützt. Die nächste Säule ist das klassische Protect. Das kennen wir alle. Ja, wir schützen uns vor den Angriffen, die wir kennen. Ja, Pattern-basierten Virenscanner, IPS-Systeme, you name it, der ganze Markt ist voll. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen die Schutzmaßnahmen umsetzen. Wir müssen im Idealfall nicht mit der Gießkanne grob über das Unternehmen drüber, sondern wirklich das, was wichtig ist, die wichtigsten Risiken und die wichtigsten Werte müssen wir direkt sichern, indem wir uns vor dem schützen, was bekannt ist. Dann kommt natürlich die nächste Variante und da gehen wir dann schon ein bisschen in die Königsdisziplin der Security rein, zu dem Thema Detect. Das heißt, wir müssen nicht nur uns vor dem schützen, was wir kennen, wenn wir über Zero-Day-Attacken reden, die kennt keiner vorher. Ja. Irgendein Opferlamm braucht es nun mal auf dieser Welt. Leider, einer ist immer mit dabei. Oder mindestens einer, sagen wir es mal so. Und das heißt, wir müssen unsere Infrastruktur laufend überwachen. Wir müssen laufend draufschauen, verhalten sich die Systeme normal? Ist das noch alles normal? Tun meine Server das, was sie tun sollen? Gibt es irgendwo einen Peak? Je nachdem, also Unregelmäßigkeiten, Ungereimtheiten in meiner Infrastruktur proaktiv zu überwachen, das schaffen die wenigsten. Ja, und da merkt man wirklich, der Ansatz wird oder müssen wir heutzutage immer mehr fahren, weil wir heute nicht wissen, was morgen passiert, was kommt morgen von der Sicherheitslücke raus und bin ich angreifbar auf diese Lücke oder nicht. Oder läuft vielleicht ein Angriff? Wenn wir jetzt Kunden, die wir begleitet haben, bei denen alles zu spät war, die wir begleitet haben, da mussten wir im Nachhinein feststellen, dass Angreifer schon sehr lange im Netzwerk waren und quasi die Auswirkungen, dass das Unternehmen flach liegt oder nicht mehr arbeiten kann, war quasi nur die Spitze des Eisbergs.
Alles andere ist vorher abgeflossen. Wir kommen jetzt natürlich auch bei dem Thema Detect in eine neue Herausforderung. Also durch Corona, das ganze Homeoffice-Thema. Genau. Das heißt, wir haben auf einmal Endpoints, die ja nicht mehr in unserem Unternehmen sitzen und von mir verwaltet werden. Also Bring Your Own Device bekommt eine ganz andere Bedeutung. Wieder. Ja. War mal ein Schimpfwort, will ich schon fast sagen, weil für mich aus der Security-Branche wurde es damals angefangen, da dachte ich, oh Gott, Bring Your Own Device, ich kann es nicht mehr hören. Genau, aber die müssen wir überwachen, auch die Endpoints, die nicht im Unternehmen sind, vielleicht sind ja auch die angegriffen und dann müssen wir natürlich, was folgt auf Detect, natürlich auch ein Respond machen, denn wir müssen auf einen laufenden Angriff oder auf ein laufendes System, was, sagen wir mal, nicht das tut, was es eigentlich sollte, reagieren. Wir müssen die Auswirkungen minimieren, wir müssen im schlimmsten Falle Server runterfahren, ja, wobei da die Forensiker wieder widersprechen und sagen, um Gottes Willen ja nicht runterfahren bitte, weil nur pausieren, weil sonst wissen wir nicht, können wir nachher nicht nachvollziehen, wenn er runtergefahren ist. Anderes Thema. Also wir müssen auf jeden Fall das, was wir überwachen, aktiv überwachen, auch aktiv die Auswirkungen minimieren und so hoffen, dass nicht das gesamte Unternehmen betroffen wird, sondern wirklich nur vielleicht einzelne Teile und dann nicht der Komplettausfall da ist, sondern nur einzelne Ausfälle da ist. Ist natürlich auch immer wieder eine Zeitfrage, weil wenn ich es erkenne, ist es dann schon zu spät oder wie auch immer. Aber da muss ich natürlich aber auch eine Idee oder zumindest einen Plan haben. Ja, nicht wild durch die Gegend rennen und schreien, das hilft in dem Fall nicht, sondern ich muss mir vorher überlegen, was muss ich tun, wenn Fall X eintritt und dann am besten eine ausgedruckte Anleitung in der Schublade haben. Stichwort Notfallhandbücher. Notfallhandbuch und so weiter. Das nicht als Word-File auf einem File-Server haben, sonst wird es schwierig, komme ich vielleicht nicht mehr ran. Da hilft nur noch das gute alte Papier. Wenn dann gar nichts mehr hilft, bleibt der letzte Fall. Ja, dann hilft nur noch Recover. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich aus dem Backup unsere Daten wiederherstellen, unsere Systeme wiederherstellen. Auch da muss ich wissen, was muss ich nacheinander tun? Wer kommt zuerst? Wer kommt danach? Wer ist wichtiger? Wer ist nicht wichtiger? Das habe ich ja hoffentlich vorher im Identify schon alles festgelegt. Also von daher gilt es, diese fünf Säulen, diese fünf Funktionen dort genauestens zu betrachten und zumindest in jeder Säule ein Thema abzuhaben oder ein Thema abzudecken, um wirklich von der gesamten Strategie zu sprechen und natürlich auch dort in dem Gesamtkontext der gesamten und des gesamten Unternehmens die Security auszurichten. Und da gibt es natürlich verschiedene Hersteller mit verschiedenen Spezialisierungen in den einzelnen Säulen. Aber wir finden das Thema natürlich auch bei Microsoft, muss man natürlich zugeben, denn auch da reden wir über Identify, Protect, Detect, Respond. Jetzt mit Recover müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir da auch noch was hin. Ja. Aber zumindest in den ersten vier Säulen gibt es auf jeden Fall was. Und da stellt sich die Frage, was kann Microsoft in den fünf Säulen? Also ich glaube, wir kriegen auch in Recover was hin. Bin gespannt. Genau, du hast es ja schon ein bisschen die Überleitung gemacht. Vielen Dank. Was bietet uns denn Microsoft tatsächlich an der Stelle? Wir haben ja so ein bisschen das Thema Office 365 Security heute zum Thema genommen. Wir werden relativ schnell feststellen, dass das sehr schwer ist, abzugrenzen zwischen Azure und O365, sodass wir eigentlich so heute ein bisschen den Rundumschlag machen zwischen O365 und Azure. Das heißt, wir werden uns alles angucken. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt an der Stelle einfach mal ein bisschen mit den Security-Features der, sag ich mal, meistgenutzten O365-Produkte. Also wenn wir über das E3-Bundle sprechen, das ist das, was die meisten unserer Kunden einfach im Einsatz haben, haben wir hier eine Mail Security schon mal auf Basis vom Defender. Okay. Wir hatten es gerade davon, Microsoft Defender mit der beste oder vielleicht sogar der beste patternbasierte Virenscanner. Ja, ich lege dir da die Worte gerne im Mund. Ja. Und das heißt, die Mail Security auf Basis dessen ist schon mit dabei in einem E3. Dann haben wir das Thema Data Loss Prevention. Das heißt, wir können. Spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Wir verhindern an der Stelle, dass Daten, die gewisse Sensibilität haben, das Unternehmen verlassen. Das bedeutet, aufgrund von zum Beispiel Regular Expressions oder aufgrund verschiedener Wörter, die vorkommen oder ganzer Wörterbücher, die in einem Dokument vorkommen, wird erkannt,
wenn ein Dokument nach außen gesendet wird und es wird zum Beispiel unterbunden und ein Administrator informiert. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, das funktioniert mit lesbaren PDFs und Office-Dateien. Mhm. Also und Textdateien natürlich noch, aber die werden auch selten versendet. Also von daher, alles, was quasi Microsoft reinschauen und lesen kann, okay, damit funktioniert es schon ziemlich gut. Okay. Und diese Regeln kann ich natürlich frei selber definieren. Dann haben wir das Thema Information Protection, wie es früher hieß, oder inzwischen Labeling. Das heißt, es ist sowas wie Digital Rights Management. Das heißt, ich klassifiziere meine Dokumente in Kategorien und erlaube nur gewissen Gruppen, diese Dokumente zu öffnen. Das heißt, zur Laufzeit wird überprüft, hat dieser Benutzer die Berechtigung, und dann wird das Dokument, das vorher verschlüsselt auf einem Dateishare oder in der Cloud lag, entschlüsselt. Also das heißt, sowohl on-premise als auch in der Cloud können wir das abbilden. Wir haben schon eine Archivierung im E3 mit dabei. Diese Archivierung bedeutet, diese E-Mails werden, also E-Mails, SharePoint oder OneDrive wird unveränderbar in ein Archiv geschoben. Das Schöne ist, wir haben hier auch einen unbeschränkten Speicher. Okay. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ich eine Richtlinie erlasse, zum Beispiel 10 Jahre unveränderbar, und zwar alles, dann sind die Dateien, die wir quasi während dieser Richtlinie erstellt oder empfangen haben, unveränderbar auf 10 Jahre gespeichert, auch wenn ich diese Richtlinie deaktiviere. Ah, okay. Das heißt, solange die Richtlinie aktiv ist, was reinkommt, ist unveränderbar. Danach kann ich natürlich die Richtlinie abschießen, ja, okay, aber trotzdem, was solange die aktiv war, ist es aktiv. Um deine Frage vorwegzunehmen, maximal 99 Jahre. 99 Jahre. Okay. Warum sie das letzte Jahr nicht dazufügen, ich weiß es nicht. Die 100 hat vielleicht. Vielleicht haben wir Stellenprobleme, ja, nur 2 Digits. Man weiß es nicht. wir können uns mit dem E3-Plan gegen das lokale Active Directory authentifizieren. Also lokal On-Prem? Lokales On-Prem. Okay. Das schauen wir uns genauer noch an, wie wir das machen können. Wir haben eine Multifaktor-Authentifizierung. Also nicht nur 2, sondern Multi. Ja, wir können, ja, also wir können 2 oder mehr. Das ist beides möglich. Wobei ich hier an der Stelle fairerweise sagen muss, nur an oder aus. Das heißt, also entweder alle oder keiner. Das ist so ein bisschen, bisschen das Manko an der Stelle. Aber wir schauen uns noch an, wie wir das deutlich besser machen können. Okay. Im Zweifelsfall mit dem größeren Plan können wir es deutlich besser machen. Du nimmst mir die Slides schon vorweg. Ja, okay, natürlich. Okay, sehr gut. Das ist das, was wir im E3-Bundle schon mit dabei haben. Das ist schon gar nicht mal wenig. Das ist schon ein ganz guter Start. Aber wenn wir uns jetzt das Thema E5, also der größte O365-Plan anschauen, dann haben wir eine Mail Security auf Basis Defender ATP, Advanced Threat Protection. Also sprich, der Defender ATP ist die KI-basierte Lösung von Microsoft zum Thema Virenscanner. Da gibt es ein paar, die inzwischen auf KI setzen, aber die von Microsoft ist eigentlich sehr solide, basiert auf Azure Machine Learning. Ich weiß, dass ich da bei dir nicht unbedingt offene Tore einrenne, aber sei es drum. Auf jeden Fall, was passiert? Das heißt, Mails, die reinkommen, werden nochmal nicht nur auf Pattern verglichen, wie wir es mit dem Defender haben, sondern wird quasi wirklich die hereinkommende Dateien über KI und vorher trainierte Machine Learning Algorithmen überprüft und sichergestellt, dass die schadcodefrei sind. Inzwischen ist es auch so, dass die komplette ATP-Analyse an dem Standort stattfindet, wo auch der Tenant ist. Das war bis vor Monaten noch ein bisschen anders. Das bedeutet, da wurden die ATP-Analysen in den USA gefahren und die Dateien in die USA übertragen. Das ist aber nicht mehr so. Okay, weil das war jetzt gerade nur mein Stand von vor 4 Wochen. Man sieht, da tut sich täglich was, fast täglich was. Das war immer so das große Manko, wo wir gesagt haben, ATP, Vorsicht, die KI läuft in den USA. Alles, was ihr durch die KI durchschleusen wollt, muss in die USA und zurück. War meistens DSGVO, Datenschützer, schwieriges Thema immer, aber wenn sie jetzt nach Europa kommt und wenn sie jetzt dann da ist, wo mein Azure Tenant gehostet ist, dann ist ja gut. O365. O365, Entschuldigung. Okay, gut.
Wir haben Data Loss Prevention in Verbindung mit Labeling. Das bedeutet, vorher haben wir quasi verhindert, dass die Dateien nach extern gesendet wurden. Also es wurde einfach unterbunden. Jetzt können wir Data Loss Prevention verwenden, um Labeling, also Klassifizierung von Dokumenten zu machen. Das heißt, wenn ich ein Dokument habe, das gewissen Kriterien entspricht, dann wird es quasi entschlüsselt. Auch wenn ich es nach verschlüsselt, wenn ich es nach extern sende. Und das sorgt dafür, dass der Empfänger, wenn er tatsächlich authentifiziert ist, mit den Dateien arbeiten kann. Okay. Und ich kann ihn da aber, wenn er es nicht ist, mit der Datei nichts anfangen kann. Das heißt, das ist nochmal eine Verbesserung der DLP. Dann wichtig hier ist das Wort automatisiert. Wir haben drüber haben über Labeling gesprochen. Das heißt, im E3-Plan mache ich das alles manuell. Ich klassifiziere manuell und sage, das ist vertraulich, das ist public, das ist nur internal zum Beispiel. Über automatisiertes Labeling im E5 passiert das aufgrund von gewissen Kriterien, die ich selbst definieren kann. Okay. Und auch schick, ich kann noch ein paar Sachen mehr einstellen, wie zum Beispiel, es darf nichts aus dem Dokument kopiert werden. Es darf nicht gedruckt werden. Okay. Und ich kann zum Beispiel kein Screensharing damit machen. Das ist auch ein interessantes Feature. Das heißt, wenn ich Cisco WebEx, GoToMeeting, Zoom oder sonst irgendwas verwende, also alles, was quasi die Bildschirm-API irgendwo angreift, ist dieses Dokument schwarz und ich kann es nicht sharen. Ah, das ist natürlich cool. Ja, das habe ich jetzt vorhanden. Das heißt, und das funktioniert auf Windows, OS X, iOS und Android. Das heißt auch nicht also nur. Also hier plattformunabhängiger geworden. Ja. Definitiv. Okay. Ja, schön. Schick. Voraussetzungen sind, gebe ich auch fairerweise zu, die Microsoft Apps. Gut. Ja. Dann ein ganz interessantes Thema, das bei E5 mit dabei ist, das Thema Kunden-Logbox. Das heißt, sollte doch wirklich mal der Fall eintreten, dass ich einen Support-Case bei Microsoft aufmache, habe ich hier nochmal die zusätzliche Absicherung, dass ich bestätigen muss, wenn ein Microsoft-Mitarbeiter auf meine Umgebung zugreifen muss. Das heißt, ich bekomme eine Anfrage, die dann ein globaler Administrator oder ein spezieller Kunden-Logbox, Customer-Logbox-Administrator, das ist eine eigene Rolle, dann freigeben kann. Diese Anfragen sind dann auch genau 12 Stunden gültig und sollte ich sie nicht innerhalb dieser 12 Stunden beantworten, ist der Zugriff verwehrt. Der Zugriff, sollte ich ihn gewähren, wird natürlich protokolliert. Im E3 ist es ein bisschen anders, da wird es nur protokolliert und Microsoft hat quasi den Zugriff auf die Umgebung. Genau. Das Ganze wird dann im O365 Admin Center protokolliert. Kann ich einsehen. Dann haben wir das Thema Cloud App Security. Klammer auf, in Verbindung mit Defender ATP auf dem Endpoint. Das heißt, wenn ich Defender, nicht nur den Defender, sondern Defender ATP auf dem Endpoint habe, kann ich überwachen, welche Cloud-Dienste in meiner Firma verwendet werden. Das heißt, nicht nur Microsoft-Cloud-Dienste, sondern auch eine Dropbox, Box, Nextcloud, wie auch immer. Es sind über 750 Anbieter, die da erkannt werden. Und so habe ich natürlich eine richtig gute Möglichkeit, meine Shadow-IT auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich sehe auf einmal, ob einer Dropbox verwendet oder auch nicht. Okay. Das Ganze natürlich an der Stelle entweder wirklich mit Klarnamen User oder ich kann es anonymisieren. Dann weiß ich halt nur, es wird verwendet. Das ist aber sicherlich etwas, was man dann mit Betriebsrat, Datenschützern und so weiter klären muss, was man an der Stelle tun darf oder auch nicht. Sehen darf. Okay. Genau. Ist auch wieder eine individuelle Unternehmensentscheidung. Ganz genau. Man kann sagen, watch out, ich will es gleich sehen, weil es, wenn das laut Richtlinien verboten ist, dass man das nicht verwenden darf, dann darf man es auch gleich sehen. Dann das Thema Privileged Access. Das heißt, das werden wir uns auch, weil das so ein wichtiges Thema ist, nochmal genauer im Nachgang anschauen. Das heißt, so mal als kleiner Vorschau, der Admin ist nicht immer Admin. Aber das schauen wir uns noch im Genaueren an. Und was bietet E5 außerdem? Per se sind immer alle Daten bei Microsoft BitLocker verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn irgendjemand mal eine Festplatte klauen würde bei Microsoft, wie auch immer das funktionieren sollte, könnte er nichts damit anfangen. Der Schlüssel wird aber in E3 von Microsoft verwaltet.
wenn ich jetzt meinen eigenen Schlüssel, meinen eigenen BitLocker Key bringen möchte, ja, den ich vielleicht auch aus Compliance-Gründen brauche, weil ich sage, ich muss jederzeit ein Exit-Szenario oder wie auch immer bereithalten und die Daten entschlüsseln können, kann ich in E5 meinen eigenen BitLocker-Schlüssel bringen. Also die Dienste mit meinem eigenen Schlüssel verschlüsseln. Okay, der Schlüssel liegt dann auch bei mir on-prem zum Beispiel. Ganz genau. Okay. Mhm. Ja. Dann die Frage, jetzt haben wir den Unterschied zwischen E3 und E5 uns angeschaut. Mhm. Ja. Dann kommt ganz oft die Frage, jetzt habe ich ja schon einen E3-Plan, E5-Plan, da sind vielleicht auch Sachen dabei, die ich nicht brauche. Ja. Ja. Gibt es denn die Möglichkeit, mir so ein bisschen Cherry-Picking zu machen, so das Beste aus der E5-Welt mir rauszusuchen? Ja, also was gibt es für Zusatzmodule? Und das können wir hier ganz schnell beantworten. Alles. Das heißt, ich kann alles nach und nach lizenzieren, wie ich es brauche. Einzeln dazu buchen. Genau. Also manche Sachen sind auch ein bisschen in einem Bundle zusammen drin. Also zum Beispiel das Dienstverschlüsselung mit Kundenschlüssel und Defender ATP gehört zusammen. Das buche ich dann zusammen und so Geschichten. Aber vom Prinzip her kann ich alles einzeln buchen. Okay. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben da eine Frage. Ich habe die, liefert Microsoft Security im Endpoint-Bereich auch Lösungen, um USB-Devices zu managen oder den Zugriff zu steuern? Das können wir über den Defender ATP konfigurieren. Ist Defender ATP-Funktion? Ja. Okay, also in dem Fall im E5 oder E3 plus Zusatzmodul? Genau. Jetzt braucht es ATP-Feature vom Defender dazu. Alles klar. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt mal über O365 gesprochen, dann wollen wir einfach mal so ein bisschen eine Guideline geben, wie wir so eine Azure-Umgebung, die jetzt bei vielen Kunden immer mehr so ein bisschen am Kommen sind, weil gerade in Corona-Zeiten, sagen wir mal, die Bandbreiten vielleicht auch nicht mehr ausreichen, um allen Mitarbeiter Homeoffice zu ermöglichen, sodass man sagt, naja, dann können wir vielleicht auch Systeme in die Cloud verlagern, um dort die Bandbreiten zu nutzen. Verrücktes Thema, ja. Aber wie macht man sowas denn so sicher? Sicher, genau. Ja. Das ist ja immer dein Thema, ja. Also wir starten mal. Wir haben einen virtuellen Server, der ist übers Internet erreichbar und ich gehe einfach aus meiner Enterprise oder meinem Standort übers Internet da dran. Das heißt, es muss aber nicht aus meiner Firma sein, das kann auch von einem privaten Homeoffice sein und der Server ist aus dem Internet erreichbar. Ich glaube, wir sind uns einig. Da widerspricht es in mir natürlich schon, weil wenn ich das Bild jetzt anschaue, da haben wir auf der einen Seite auf unserer On-Premise-Welt die Firewall da stehen. Ja, Firewall ist schon mal ein gutes Stichwort, bevor es ins Internet rausgeht. Und wenn ich jetzt Azure rüber gucke, dann habe ich einen Server an einer Netzwerkkarte. Klar, muss natürlich irgendwie da reinkommen. Ja, aber für mich sieht es aus, wie wenn der direkt im Internet hängt. Das ist auch korrekt so. Ah, ja. Okay. Das heißt, das wollen wir natürlich schon ein bisschen besser machen. Ja. Also wir starten hier mit einer Network Security Group. Okay. Das bedeutet, ich schränke zum Beispiel schon mal die Ports ein. Das heißt, ich mache nur noch Port 3389 für RDP oder 22 für SSH, sollte es ein Linux-Server sein, und gebe nur noch die frei. Ich kann dann noch ein bisschen Security by Obscurity machen und kann zum Beispiel sagen, also Port 5000 ist quasi mein interner 3389, kann so ein bisschen Port-Mapping machen und kann so schon mal eigentlich ein bisschen besser den Server absichern und sicherstellen, dass halt nur die Dienste, die ich auch tatsächlich brauche, erreichbar sind. Okay. Schon mal einen ganzen Schritt weiter. Jetzt haben wir die Dienste eingeschränkt, aber wir haben jetzt da noch nicht, also es ist trotzdem immer noch RDP und SSH aus dem gesamten Internet raus auf den Server erreichbar, oder? Ja, ist korrekt. Okay. Das ist vielleicht, ich gebe ja zu, das habe ich schon befürchtet, dass du da sagst, das ist nicht das, was du gerne hättest. Okay. Also das heißt, wir können an der Stelle davor noch eine Firewall stellen. Das heißt, die Firewall, die wir quasi auch on-premise haben, setzen wir jetzt quasi für Incoming-Traffic in Azure um. Das heißt, wir machen da vielleicht eine Layer 7, die jetzt auch nochmal Shardcode rausfiltert aus dem Traffic tatsächlich. Und dort haben wir tatsächlich auch mehrere Möglichkeiten. Wir können das Ganze als Dienst buchen von Microsoft. Es gibt quasi Firewall as a Service, den ich dann übers Azure-Portal konfiguriere. Dann habe ich ja wieder zwei. Aber meine On-Prem. Oder ich buche mir eine quasi virtuelle Firewall eines beliebigen Herstellers, also nahezu beliebigen Herstellers, starte die als virtuelle Maschine und habe quasi die gleiche Umgebung wie ich sie. Dann bringe ich sie in mein On-Premise-Management zum Beispiel wieder rein und so ist
wäre Azure quasi wie eine eigene Niederlassung zu sehen, in Anführungszeichen. Genau, aber nichtsdestotrotz ist es dann ja quasi eine abgeschlossene eigene Umgebung, die ich jetzt nochmal absichere. Ja. Das ist natürlich, sage ich mal, sind wir uns, glaube ich, einig, nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Ich glaube, was ich eigentlich an der Stelle haben möchte, ist, dass ich eine gesicherte Verbindung, sage ich mal, ohne Internet an Traffic, sondern wirklich verschlüsselt zwischen meinen Standorten habe, also Side-to-Side, aber auch Point-to-Side, also sprich aus dem Homeoffice quasi bei Azure terminierend. Also sprich, ich baue ein VPN auf und auch hier wieder die Möglichkeit, ich kann die Firewall nutzen, die ich vielleicht vorher von einem anderen Hersteller gebucht habe, oder ich buche mir quasi VPN as a Service, also ein VPN-Gateway, das ich auch nutzen kann. Da haben wir dann verschiedene Leistungsklassen, um es mal mit Zahlen zu belegen. Die kleinste Leistungsklasse hat schon 600 Mbit Durchsatz. Mhm. Ich denke, das ist für die meisten Kunden schon gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich, also das ist schon mal, wenn ich das dann eben aufgebaut habe, dann stelle ich eben im Endeffekt sicher, dass das, was ich quasi in der Cloud betreibe, quasi Teil meines Netzwerks ist und von außen aus dem Internet schon mal nicht erreichbar. Genau, korrekt. Und die 600 Mbit reichen in unserer Region auf jeden Fall. Ja, da haben wir meistens mit noch weniger Raten zu kämpfen, wo die interne IT ins Internet kann. Aber ich darf natürlich nicht vergessen, wenn ich es natürlich in die Richtung mache, dann geht eigentlich mein zentraler Punkt, meine zentrale Geschichte geht eigentlich von meinem Hauptstandort weg in Azure. Ja, weil dann lagere ich natürlich die Dienste dort raus und dann muss ich natürlich wieder kumuliert betrachten. Das ist natürlich richtig, ja. Dann kommen wir zum Thema Security Center, was wir uns nochmal genauer anschauen. Das ist im Endeffekt eine, sage ich mal, Best-Practice-Analyse, ob ich denn auch alles soweit in Ordnung gemacht habe. Schauen wir uns aber nach der Pause ganz intensiv an, deswegen jetzt hier nur mal als Stichwort eingeworfen. Oh, ich sehe gerade, wir haben nochmal eine Frage. Die holen wir aber nachher dazu, weil die ist... Geht wieder um die Lizenzierung. Jetzt machen wir da schnell fertig. Das machen wir. Lizenzierung machen wir dann nachher. Dann haben wir natürlich, sage ich mal, das Thema physische Sicherheit in der Cloud. Ja, also wie ist denn das Rechenzentrum da abgesichert? Kann da jeder reinlaufen, sich das angucken? Also ganz klar nein. Wir sehen uns hier das Rechenzentrum, das in der Nähe von Amsterdam gehostet wird. Man sieht schon, da sind Zäune drumherum. Also eigentlich wie bei mir zu Hause. Ja, ja, natürlich rund um die Uhr Videoüberwachung, Security-Personal, das rumläuft. Und ganz wichtig, wir haben natürlich auch Hunde. Ja, also man sieht es da unten, der Security-Dog ist natürlich da auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben auch sichergestellt, dass da keiner an der Stelle wirklich in dieses Rechenzentrum reinlaufen kann, zumal es ihm wahrscheinlich auch nichts bringen würde. Er würde Serverschränke voll mit Server und Storage sehen, aber wüsste natürlich auch nicht, wo welche Daten laufen an dieser Stelle. Korrekt, ja. Also von daher könnte man sogar sagen, eigentlich aufgrund von der Fuzzy-Logik, also die Verwirrtaktik, eigentlich noch sicherer wie bei mir in meinem On-Premise-Data-Center, weil da habe ich natürlich alle meine Daten bei mir liegen und nur bei mir. Mhm. Und der Einbrecher, der physische Einbrecher, der weiß natürlich ganz genau, weil das gehört alles zu der Firma oder zu diesem einen Unternehmen und kann das natürlich dann alles mitnehmen. Klingt gut. Also Hunde haben die wahrscheinlich die wenigsten. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema Administrators Liebling, Thema Dokumentation. Schwieriges Thema. Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich die Hand aufs Herz legen, welcher Kunde hat denn wirklich eine vollständige und umfangreiche Dokumentation seiner Systeme? Ehrlicherweise wird schwierig. Die wenigsten. Mhm. Und was... Das ist genau auch das Thema, was wir für das Thema Reproduce, dann wieder die letzte Säule des Security-Konzepts, ja eigentlich dringend brauchen. Weil wir müssen ja wissen, wie die Umgebung aufgebaut ist und sie schnellstmöglich wieder hinzubekommen. Können wir an der Stelle tun? Wir können diese komplette Umgebung, die ich in der Cloud aufbaue, mir als Code herunterladen, also sogenannte Infrastructure as Code. Das heißt, ich habe... Ich habe meine komplette Umgebung als quasi ein File vorliegen und sollte irgendwas mit der Umgebung sein, könnte ich dieses File benutzen, um die Umgebung innerhalb von kürzester Zeit wieder einzuspielen. Okay, also alle Settings, die ich im Azure gemacht habe, die kommen in diese Datei.
Genau, das heißt virtuelle Maschinen, Netzwerke, Network Security Groups, wie das Routing ist, wie die Firewall-Config ist und so weiter. Das alles kommt in so einen JSON-File. Okay. Ich kann dort aber auch mit Terraform oder sonstigen Sprachen arbeiten. Also das funktioniert auch. Und das Schöne ist, ich mache darüber auch gleich eine Dokumentation. Jeder, der dieses JSON-File oder Terraform lesen kann, weiß dann auch, was ich für eine Umgebung habe. Das heißt, wir also sollt ihr nicht in die falschen Hände geraten? Das ist natürlich immer so, ja, aber wir können somit sicherstellen, dass wir dann auch im Worst-Case-Szenario ganz schnell wieder online sind. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich viel über Infrastructure as a Service geredet. Ja, jetzt wollen wir natürlich eigentlich die richtigen Vorteile der Cloud nutzen oder die weiteren Vorteile. Ja, genau, weil also bisher sind wir ja nur so weit wie vorher auch. Ich habe meine Windows-Maschine nicht auf meinem Blech gestartet, sondern ich habe sie bei Azure gestartet. Genau. Wir wollen ja dann zum Beispiel eine Datenbank als Dienst buchen oder einen Datenbank-Server. Das heißt, ich möchte mich eigentlich nicht mehr um meinen Windows-Server, der drunter liegt, kümmern und um die Festplatten-Patching, AV, wie auch immer. Ja. Sondern ich möchte einfach nur eine Datenbank, die ich benutzen kann. Okay. Das heißt, wir buchen uns jetzt auf Azure, Platform as a Service, Azure SQL Database zum Beispiel. Mhm. Und bekomme einen Endpunkt und den kann ich dann aus dem Internet ansprechen und verwenden. Ah, jetzt sind wir wieder so weit wie vorher, Dominik. Du weißt, was ich jetzt sage. Ja. Aus dem Internet. Du hast schon natürlich schon recht. Wir haben jetzt natürlich einen großen Aufwand betrieben, um eigentlich alles sicher zu machen. Und dann stellen wir unsere Datenbanken. Ja. Ja, unsere Datenbanken natürlich nach außen. Du hast natürlich recht, aber auch hier habe ich eine Antwort drauf. Ja. Sehr gut. Das bedeutet, wir können an diese Plattform-as-a-Service-Dienste auch quasi eine virtuelle Network-Card binden. Also das sieht man dann hier auf dem Bild so ein bisschen hier, diese Network-Card, die ich dann in mein Virtual Network reinbringe. Okay. Und die dann quasi auch nur über mein VPN erreichbar ist. So macht das Ganze wieder Sinn. Ja. Also zumindest aus Security-Sicht. Gehst du da mit der Cora, ja? Ja. Und dann haben wir noch das Thema, wie wir es vorhin hatten bei der eigenen Dienstverschlüsselung im O365. Wir können über den Azure Key Vault auch eigene Verschlüsselungskeys quasi mitbringen und dafür sorgen, dass ich auch in Azure meine Daten selber verschlüsseln kann. Das heißt, die Verschlüsselung bei Azure auch selber in der Hand habe. Das heißt, ich stehe bei mir, nehme quasi alle Passwörter und Schlüssel quasi zu mir in meine On-Premise-Umgebung, sodass ich zur Not, gesetzt den Fall ist, das ist immer der Ausweg von allem, ich nehme irgendwo ein Stück Blech mit und habe es dann im Arm und keiner kommt mehr ran. Und solange ich das nicht einstecke, kommt auch keiner mehr an die Daten ran. Genau. Das wäre somit gegeben. Okay. Ja, das sieht man dann, wie sieht es dann eben aus. Das ist quasi eine Schlüsselverwaltung, wo ich dann quasi wirklich für verschiedene Subscriptions und auch für unterschiedlichen Ressourcengruppen dann eigene Verschlüsselung machen kann. Und dann mich aber auch ein bisschen aufpassen muss, mich quasi selber aussperren kann aus meiner eigenen Umgebung, wenn ich die Schlüssel. Manchmal ist es bei der Security so, ja. Wenn man zu viel mitdenkt und zu viel macht, dann steht man nachher da und hat nichts mehr. Ja, genau. Aber es ist zumindest sicher. Ja, das ist richtig, genau. Das ist ja aber eigentlich immer noch der klassische Ansatz, sage ich jetzt mal. Genau, eigentlich haben wir jetzt das, was wir früher on-premise gemacht haben, in die Cloud geschoben, ja, und haben in der Cloud, okay, noch die Dienste genutzt, die muss ich natürlich sonst selber betreiben, aber eigentlich habe ich im Grunde genommen eine Infrastruktur in der Cloud gebaut, die ich vorher einfach on-premise gebaut hätte. On-premise mit dem Hintergrund natürlich noch, dass ich meine Leute sehe, die auch on-premise da sind, ja, die kommen zu mir ins Büro, ich habe dann irgendeinen heutzutage Temperatursensor am Eingang, aber noch ein physisches Zutrittssystem. Das heißt, die Leute, die da sind, die physisch bei mir on-premise sind, die können auch physisch auf meine Daten zugreifen. Also im Endeffekt haben wir genau eine verlängerte Werkbank geschaffen, genau. Wenn wir uns mal ehrlich sind. Also wir haben den einen Serverraum einfach genommen und haben den zu Azure raus. Aber ich sage mal, das kann ja jetzt nicht der gesamte Vorteil sein, ja, sondern wir haben das, was wir seither kennen, was wir seither machen, genommen und in die Cloud geschoben. Klar, hat ein paar Vorteile, Hunde zum Beispiel, ja. Aber gibt es da nichts Neues. Also ist das die Idee von dem, wie wir Security machen sollen, wie es irgendwie weitergeht? Also wenn wir uns das dann mal angucken, ich würde an der Stelle da gerne auf genau. dieses Bild dann, also
die traditionelle IT, und das ist auch, sage ich mal, etwas, was wir gerade getan haben, wir haben traditionelle IT in die Cloud gebracht, baut halt immer extrem dicke Mauern und einen dicken Burggraben. Also das heißt, wir sehen jetzt hier, ja, also da kommt keiner außen rum, das ist total viel Wasser drum und wir haben nur einen ganz schmalen Eingang. Aber eigentlich spielt sich ja alles innerhalb meiner Burg ab. Ja? Ob die Burg jetzt in der Cloud ist oder on-premise, ist erstmal egal. Das werden wir uns gleich nach der Pause anschauen, okay, wie sich das verändert. Okay. Deswegen, das ist, glaube ich, jetzt hier ein ganz guter Punkt, um mal die 20-Minuten-Pause einzufügen. Wir sind ein bisschen schneller als geplant, 10 Minuten. Ich hoffe, Sie sehen es uns nach. Das heißt, wir könnten vielleicht noch die Lizenzierung machen. Ach so, ja, genau. Machen. Ich kann noch mal gucken. Und zwar, wurde eigentlich schon vom Hardy beantwortet, vom Moderator, nicht ganz. Okay, du hast nur für die anderen geschrieben. Das ist korrekt. Da haben wir jetzt, ja, genau, das Wording, die Wording-Frage wieder. Jetzt ging es wieder durch die Presse. O365 gibt es nicht mehr, M365 oder doch, oder je nachdem. Kannst du da noch kurz, bevor wir in die Pause gehen? Ja, das kann ich noch kurz aufklären. Also O365 bleibt im Enterprise weiterhin das Wording. Also wir haben O365E3, O365E5. Okay, also im Enterprise bedeutet für die Business-Kunden? Genau, und im Private-Bereich, ja, ja. Da würde aus O365 Home, dann Microsoft 365 Home und so weiter. Das heißt, für die Enterprise-Kunden wird sich erstmal am Wording noch nichts ändern. Das ist dann mittelfristig wahrscheinlich auch anders, aber im Enterprise-Umfeld haben wir einfach M365 oder Microsoft 365 E3, das natürlich noch sehr viel mehr ist als ein O365. Mhm. Also O365 E3 ist Teil von M365 plus Windows 10 plus EMS, also Enterprise Mobility and Security Suite. Okay. Also das heißt, für alle die, wo es jetzt zu schnell gegangen ist, kommen Sie auf uns zu. Gerne mit uns sprechen. Wir können das Ganze nochmal langsam und nur für Sie und nur für Ihr Unternehmen nochmal aufdröseln. Wir haben extra Kollegin, die nichts anderes macht in Microsoft-Lizenzierung. Also da sind wir bestens gerüstet. Von daher, wenn Sie da in den Lizenzierungssuiten irgendwann den Überblick verlieren, also mir geht es manchmal so, vor allem wenn dann Microsoft wieder was ändert, wo es dann wieder doch nicht ändert und überall ändert. Aber gut, das haben wir mit allen Herstellern. Jeder ändert einmal mal in seinem Leben zweimal die Produkte und die Suiten durch und dann heißen sie wieder anders. Also von daher, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie Ihren Bechtle Account Manager an, der kann da den Kontakt zu vermitteln. Gut, genau. Gut. Mehr haben wir im Moment im Q&A nicht. Das heißt, wir machen jetzt die Pause. Wir würden vorschlagen, also 20 Minuten. Wir haben jetzt 9.52 Uhr, 10 Uhr 10 machen wir dann an der Stelle wieder weiter. Und ja, wir hoffen, dass Sie dann alle wieder mit dabei sind. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sind aus. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. So, dann wir sind wieder 10:10 online. Ich habe schon gehört, wir sind nicht weniger geworden, von den Zuschauern her. Also haben wir
Haben wir doch manche Sachen richtig gemacht? Ja, scheinbar. Gut. Das heißt, wir starten in den zweiten Teil. Wir sind ja jetzt, sag ich mal, mit dem Bild der Burg in die Pause gegangen, der klassischen IT-Security mit dicken Burgen und Burggraben. Aber jetzt stellt uns die Cloud halt vor ganz neue Herausforderungen. Und du fragst halt, gibt es da nichts Neues? Sag ich, doch, es gibt sehr viel Neues, über das wir sprechen sollten. Okay. Weil der Dienst der Cloud ist von überall erreichbar. Es ist völlig egal, ob ich im Büro... Der Sinn. Ja, natürlich, klar. Aber das ist natürlich eine neue Herausforderung. Früher bin ich hingegangen und habe meinen Exchange-Server vielleicht nur intern gehabt und den Zugriff von extern gar nicht ermöglicht. Ja, das kann ich halt nicht mehr tun. Der Exchange steht in der Cloud. Ja. Wir sind uns, denke ich, auch einig, dass ein Passwort kein ausreichender Schutz mehr ist. Ja. Wenn ich selbst mit gewisser Komplexität... wissen wir alle, Komplexität gibt es wieder einfache Regeln. Sommer 2017 Ausrufezeichen würde der Komplexität entsprechen und sorgt aber dafür, dass das sehr schnell kompromittiert wird, gerade wenn wir über das Thema Impersonation, also Übernahme von Identitäten, CEO-Fraud und so weiter sprechen, ist das natürlich etwas, wo ich sage, da müssen wir dringend was tun, wenn wir in die Cloud gehen. Also das heißt, ein Passwort ist aus unserer Sicht nicht mehr genug. Auch wenn es dann nach 3 Monaten oder 90 Tagen wieder abläuft, dann ist es einfach Herbst. Ja. Und so kann man sich. Oder 2018, also ja, je nachdem. Also. Je nachdem, also so kann sich der User das dann auch merken und irgendwie ist das aber auch nicht, kann es nicht der letzte Weisheitsschluss sein. Mhm. Ja. Dann natürlich das Thema DSGVO ist jetzt seit fast 2 Jahren ein Thema, das uns begleitet. Wenn wir über Cloud sprechen, sprechen wir immer über personenbezogene Daten. Wo speichere ich sie ab? Wie kann ich darauf zugreifen? Ja. Wer darf darauf zugreifen? Wer verarbeitet sie? AV-Verträge, so Geschichten. Also das ist natürlich etwas, was wir in der Cloud auch immer gesondert betrachten müssen. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, jedes Gerät, immer und überall. Das heißt, es ist egal, ob es mein privates Handy oder ein Firmennotebook ist oder vielleicht sogar ein Desktop-Rechner, den ich noch fest im Büro stehen habe. Wir haben einfach mit jedem Gerät immer Zugriff. Also so Voraussetzung ist natürlich, wir haben Internet, aber davon... Okay, ja, Internet und genau dann läuft es mir als Security-Mann kalt in den Rücken runter, wenn ich sage, oh, jedes Gerät von überall auf der Welt, immer kann man auf meine Daten zugreifen. Das genau macht mir dann Bauchschmerzen und ich als CISO mir habe ich dann überlegt, ob ich dann wirklich noch ruhig schlafen kann. Ja, und was natürlich noch dazu kommt, wir haben einfach alle Dateien überall und immer. Das heißt, ich gebe natürlich auch schon ein bisschen mein Intellectual Property, also mein Wissen, wenn ich wirklich konsequent diesen Cloud-Ansatz lebe. Und der hat natürlich auch wirklich Vorzüge, ja, gebe ich in die Cloud. Und das heißt, diese Dateien sind auch überall verfügbar. Ja? Ja. Da haben wir vorher schon so ein bisschen was über Information Protection, über Labeling, über Data Loss Prevention gehört, wie ich da ein bisschen gegenwirken kann. Ja, aber wenn wir uns das dann eben jetzt auch noch mal ein bisschen bildlich anschauen, ja, dann finden halt die aktuellen Herausforderungen außerhalb der Burg statt. Ja? Also das heißt, ich habe wunderbar meine internen Systeme abgesichert, sicher wie sonst was. Es geht nicht sicherer. Und jetzt an der Stelle legen wir die Cloud drüber über die Burg. Ja, also und jetzt haben wir die Challenges, dass dann doch jeder draußen ist. Also das heißt, Perimeter-Firewalls, die ich lokal habe, sind es nicht mehr, sondern der neue Perimeter, über den wir eigentlich sprechen, ist unsere Identität. Das heißt, und die Identität gilt es zu schützen an dieser Stelle. Denn das ist wiederum doch das einzigste Gemeinsame, was wieder da ist, was sich eigentlich durchzieht. Denn der User, Christoph Barrett in dem Fall, der muss immer oder hat immer dieselben Rechte, ja, und muss, egal wo er sitzt, in der Firma, hinter der Burg, in der Burg, außerhalb der Burg, von zu Hause, soll doch der Christoph Barre dieselben Rechte haben und er muss Zugriff haben auf die Daten, Das werden wir uns gleich mal anschauen. Muss denn der Kollege Christoph Barreit auch von zu Hause die gleichen Rechte haben wie im Büro? Darüber kann man streiten. Das ist ein Security-Konzept, über das wir noch sprechen werden, wie wir es einschränken können, weil wir können es einschränken. Das ist das Schöne. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wenn wir jetzt natürlich über dieses Thema Cloud sprechen, dann kommen wir eigentlich immer zu einem Begriff, der dann relativ schnell verwendet wird. Und das ist Begriff Zero Trust. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, also
Da können wir das eigentlich relativ schnell beantworten. Also vertraue niemandem, nirgends und zu keiner Zeit. Also wirklich gut. Ja. Gehe ich mit. Ja, genau. Aber das ist natürlich ein kleiner Stern dran. Ja. Das heißt, außer er kann sich sicher anmelden. Schön, dass du da noch sicher reingenommen hast. Ja, natürlich. Ja. Anmelden ist was anderes wie sicher anmelden. Genau, aber darum geht's. Also das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass alles böse ist und müssen dann Möglichkeiten schaffen, dass trotzdem die Dienste nutzbar sind, ohne die User zu sehr einzuschränken. Weil das ist ja bei der Security, da wirst du mir zustimmen, immer so ein Schieberegler zwischen sicher und bequem. Und da können wir irgendwie fließend dazwischen, wenn wir es komplett sicher hinbekommen, ist es selten bequem. Wenn es sehr bequem ist, ist es meistens nicht sicher. Die allersicherste Lösung ist auch ganz bequem, weil wenn keiner mehr Zugriff hat, sind die Daten sicher. Ja, ist auch sehr bequem für den Endanwender, weil er kann einfach nicht arbeiten, aber natürlich nicht die Lösung im Sinne des Unternehmens. Ja, also von daher, ich gebe dir völlig recht, das ist genau die Spanne, wo wir uns bewegen. Wie viel können wir dem Mitarbeiter zumuten, dass er sich vielleicht authentifizieren muss mit mehreren Faktoren, mit wie auch immer, nochmal genauer authentifizieren muss. Aber wenn er das natürlich immer und jeden Tag machen muss und das aus der Security-Sicht her am liebsten alle 15 Minuten, dann sagt der Mitarbeiter irgendwann, ey Freunde, so halt auch wieder nicht. Ja, also genau da gilt es, den Mittelweg zu finden und ich gebe dir recht, das ist genau die Geschichte, wo wirklich wo man den Mitarbeiter mitnehmen muss und ihm ein gewisses Maß an zusätzlichen Aufwand noch hin dazukommt. Aber natürlich hat dann nicht nur der Mitarbeiter den Aufwand, sondern vermutlich auch die interne IT. Das ist natürlich richtig, ja. Also, weil wir haben jetzt natürlich schon so ein bisschen das ganze Thema angerissen und ich denke, es wird klar, dass das Thema nicht ganz trivial ist. Also das vor allen Dingen in dem Moment, wo ich, sage ich mal, Dienste nutze und dann noch vielleicht die verlängerte Werkbank im Sinne von Cloud-Diensten im Azure Rechenzentrum. Es stellt sich natürlich bei ganz vielen die Frage, hey, kann ich das überhaupt noch überblicken? Kriege ich das überhaupt noch irgendwie gehandelt? Ja, brauche ich dafür 5 neue Personen, die auf 5 Portale gucken? Oder wie? Anscheinend ist die Cloud ja alles viel einfacher in der Cloud. Ja, jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, dass wir, sage ich mal, bei dem Thema sicheres Deployment in Azure uns auch schon mal ein bisschen angeschaut haben oder angerissen haben. Das ist das Thema Azure Security Center. Ein sehr, sehr mächtiges Tool an der Stelle, das uns genau diese Möglichkeiten bietet, der Überwachung und des Überblicks genau dieser Themen. Und zwar welcher Themen? Einmal unsere Applikationen, unsere Dienste, aber auch SQL, also Datenbanken kann ich damit überwachen. Container, ganz neues oder schon eigentlich nicht mehr so neues Thema, aber bei noch nicht sehr vielen Kunden im Einsatz, bei entwicklungslastigeren schon mehr, bei klassischen Industriekunden eher weniger. Also Containerüberwachung ist mit drin. IoT, ein Thema, was gerade bei Industriekunden immer mehr kommt. Also ich habe auf einmal kleine Arduinos oder Raspis oder sonstige Platinen, Einplatinencomputer, die mir Daten übermitteln. Das heißt, auch die möchte ich ja irgendwie überwachen und es wäre nicht das erste Mal, dass aus diesen Geräten irgendwie ein Botnetz gebaut wird und so Geschichten. Also das heißt, wichtig, dass wir auch diese Themen genauer uns anschauen können. Network, also mein Netzwerk zu überwachen, ganz klassisch. Ja. Oder eben virtuell. Oder auch die virtuellen Netzwerke, ganz klar. Also dann das Thema Compute, also Rechenleistung, virtuelle Maschinen und so weiter. Endpoints, definitiv. Und Access, also Zugriffe. Welche Zugriffe passieren denn tatsächlich auf meine Umgebung? Also das heißt, das alles können wir mit dem Azure Security Center ein Stück weit monitoren und kriegen dort auch Best Practices. Das heißt, diese Best Practice, also das ist die zentrale Anlaufstelle für alle Security-Themen an der Stelle und gibt uns einen Überblick über alle unsere genutzten Dienste, sowohl in der Cloud als auch on-premise. Das heißt, wir können dieses Dienst, der ausschließlich in der Cloud läuft, auch mit meiner On-Premise-Umgebung verbinden. So viel schon mal vorneweg. Durch eine mit Firewall und VPN gesicherte Verbindung in mein On-Premise-Data-Center natürlich. Natürlich. Wie wir vorher gelernt haben. Also
hier an der Stelle, das ist ein, gibt es verschiedene Varianten, sage ich auch ganz offen. Also man kann das Ganze über VPN machen. Es gibt auch Agents, die man auf den Maschinen, die dann verschlüsselt mit der Azure Cloud kommunizieren. Auch die Möglichkeiten gibt es, aber sicherlich ist Best Practice, das Ganze mit VPN zu machen. Also auch aus der Erfahrung gesprochen, die wenigsten Kunden betreiben ein autarkes Rechenzentrum in Azure, sondern das Ganze funktioniert schon immer in einem Verbund. In einem Hybrid-Szenario, genau. Okay. Wir bekommen einen Secure Score geliefert. Okay. Der Secure Score ist ein Indikator von Best Practices. Das werden wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Beim Azure Security Center müssen wir an der Stelle fairerweise sagen, müssen wir ein bisschen in die Lizenzierung einsteigen. Ja? Wir bekommen eine freie Variante des Azure Security Centers. Das macht mir im Endeffekt also so Security Recommendations, sagt uns, was sollten wir tun und macht uns den Secure Score. Dann ist es aber beim Free auch schon ein bisschen vorbei. Okay. Wenn wir uns jetzt das Standard angucken, das heißt, die Punkte, die wir im Free haben, haben wir natürlich auch. Aber wir haben hier zum Beispiel etwas, ein Just-in-Time VM Access. Ein echt ganz starkes Thema. Das bedeutet, wir haben über NSGs gesprochen, Network Security Groups. Wir haben Port 22 zum Beispiel bei SSH offen gehabt über eine NSG. Wir können aber mit einem Just-in-Time-Access eine Netzwerk-Security-Group so konfigurieren, dass per se erstmal aller Traffic gedroppt wird, also nichts durchkommt. Okay. Außer es kommt jemand, der wirklich berechtigt ist und Zugriff braucht. Das heißt, ich melde mich als globaler Administrator oder als User mit entsprechenden Rolle an. In dem Moment wird die Network Security Group so konfiguriert, dass der Zugriff erlaubt ist über Port 22. Ah, okay. So, und sobald ich fertig bin, schließt die NSG automatisch wieder die Regeln. Das heißt, das ist sowas wie wir schon gesprochen haben, Role-based Access oder ein bisschen auch Privileged Access, aufgrund der Rolle. Ist das schon mal ein Zugriff, nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Das heißt, jemand, der Brute-Forced oder Ransom da dran gehen möchte, der hat erstmal keinen offenen Port. Also okay, das heißt, ich muss mich dann als Admin im Azure Center anmelden. Genau. Und dann wird der und dann wird quasi die Firewall Rule freigeschaltet. Ganz genau. Okay. Ja, das klingt gut. Wir haben eine Application Control, also Überwachung der Applikation und der Möglichkeit des Netzwerks zu Hardening, also zu härten, also mir quasi die Informationen zu geben, wie ich es besser machen kann. Wir haben Compliance Dashboard und Reports, das heißt für Regulatorien, sei es DSGVO, sei es ISO 27001, solche Themen. Das heißt, das schauen wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Gut. Wir haben eine Threat Protection, also eine RTP Threat Protection für Azure VMs und Non-Azure VMs. Okay. Und vor allen Dingen nicht nur für Windows, sondern auch für Linux. Das heißt, wir können unsere Linux-Maschinen darüber überwachen. Okay. Und alles, was Platform as a Service also ist, kann ich damit überwachen, in Klammern, sofern es unterstützt ist. Also das sind alle Azure Platform as a Service Dienste und noch einige Dienste außenrum an der Stelle. Das schauen wir uns aber noch mal ein paar an. Und für mich jetzt noch mal kurz die Frage, Free ist E3, Standard ist E5. Nein, wenn wir jetzt kurz abdriften, weil die alles entscheidende Frage ist. Das ist im Endeffekt. Bis jetzt klingt es gut auf der Slide, ich gebe dir recht, aber wenn ich es haben will. Also im Endeffekt ist Azure Security Center ein Teil von Azure und nicht Teil von Office 365. Das heißt, ich brauche einen Azure Tenant dafür. Okay. Natürlich werden die Informationen aus O365 in mein Azure Security Center übertragen, sowohl in der Free als auch in der Standardvariante. Okay. Das heißt, das ist eine eigenständige Lizenzierung in der Cloud für ein Azure-Produkt und nicht für ein Office-Produkt. Alles müssen wir an der Stelle ganz klar sagen. Also Azure Security Center separat zusätzlich zu lizenzieren. E3, E5, whatever. Ganz genau. Okay. Und wenn wir uns jetzt hier mal so ein Azure Security Center so ein bisschen angucken, dann sieht man schon, wow, das ist ziemlich bunt, ziemlich viel, Hoffentlich ist nicht meins, ziemlich viel rot. Ja, das ist jetzt mal eins, das sich in der Demo-Umgebung vorbereitet haben. Wir fangen mal an mit unserem Secure Score. Das heißt, 42% Secure Score ist natürlich nicht so richtig gut. Also das ist eine Demo-Umgebung, die ich danach auch ganz schnell wieder abgeschalten habe, keine Angst, Das bedeutet, ich bekomme hier die Indikation, deine Umgebung solltest du mal dringend angucken, damit du mit deinem Secure Score mal mindestens auf 80% kommst. Das ist nämlich so eine Empfehlung, die man haben sollte. Ja?
Dann haben wir über das Thema. Also Empfehlung oder Durchschnitt? Sorry, wenn ich dich hier unterbreche. Also ist der Durchschnitt? Nein, hat Microsoft den quasi im Background mal anonymisierten Durchschnitt ausgerechnet? Müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken. Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Sorry. Falsch gibt's nicht. Ja, auf einem Fuß erwischt. Ja, genau. Dann haben wir hier an der Stelle die gesetzlichen Bestimmungen, also unsere Compliance-Geschichten. Wir sehen Azure CIS zum Beispiel, das ist ein eigener Standard, den Azure jetzt erstellt hat. Mhm. Der basiert auf Teilen von der DSGVO und auf Teilen von der DSGVO oder der ISO 27001. Und ich bekomme hier, man sieht es an der Stelle ganz schön, 17 von 24 erfolgreichen bestandenen Kontrollen. Das heißt, ich bekomme im Azure Security Center auch einen Leitfaden, um mich für gewisse Themen zu zertifizieren. Das bedeutet, okay, ich möchte zum Beispiel eine ISO 27001 machen. Mhm. Dann bekomme ich dort einen Leitfaden, was ich alles dafür erfüllen muss. Und der Leitfaden ist auch dynamisch. Das heißt, er passt sich an und zwar auf die Themen, die für mich relevant sind. Und das heißt, der Overhead, den ich nicht brauche, der fällt aus diesem Leitfaden raus. Und es wird nur das, was relevant ist, aufgenommen. Und wenn ich das quasi alles komplett ausgefüllt habe, gebe ich das meinem Auditor und bekomme dann quasi für die Umgebung die Zertifizierung. Da unterstützt Microsoft auch, sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen. Okay, das heißt also, alle meine, oder den Teil, den ich in Azure gelegt habe, meiner Infrastruktur, Plattform, wie auch immer, as a Service, alles as a Service, den kriege ich darüber quasi ISO 27001 zertifizieren. Ganz genau. Also so ein paar Sachen sind von Microsoft natürlich schon vorgegeben, wie Rechenzentrum, Redundanz und sonstige Themen. Aber es gibt natürlich auch ein paar organisatorische Themen, die dann abgedeckt werden müssen. Okay. Und die werden hier darüber, also zum Beispiel ein Multifaktor für einen Administrator ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt hier unten mal angucken. Die Ressourcensicherheit, das heißt, ich habe hier 12 Themen, wo ich eigentlich dringend was tun muss. Das ist genau das, woraus sich auch der Secure Score errechnet. Okay. Ja. Das heißt, ich habe 7-mal hoher Schweregrad, 4-mal mittlerer Schweregrad und 1-mal niedriger Schweregrad. Also das heißt, das sind schon echt Themen, wo ich mal echt was tun müsste. Und wenn wir uns das mal angucken, haben wir hier dann eben auch die Aufteilung, wo ich dann genau gucken kann, in welchen Ressourcen ich was zu tun habe. Wie zum Beispiel, also in 19 Compute-Ressourcen, 2 Datei- und Speicherressourcen und 4 Identität- und Zugriffskontrollen. Und ich sehe schon hier unten, bei den bin ich komplett rot, weil ich hier mal ganz bewusst und böse den Multifaktor für den Administrator abgeschalten habe. Und das ist halt gegen jegliche Best Practice und gegen jegliche Zertifizierung und alles. Also von daher, da habe ich eigentlich mal ganz bewusst hier ein bisschen provoziert. Ja. Dann, wenn wir hier mal noch schauen, wir haben zum Beispiel hier auf der linken Seite auch das Thema Workflow-Automatisierung. Mhm. Wir können aufgrund eintretender Ereignisse andere Ereignisse auslösen lassen. Also zum Beispiel, wir sehen es jetzt auch bei der Identitäts- und Zugriffskontrollen, könnten wir zum Beispiel sagen, ein Mitarbeiter hat sich gerade in Berlin angemeldet und eine halbe Stunde später in München. Da wir jetzt momentan wissen, dass das Beamen noch nicht erfunden ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Mitarbeiter innerhalb von einer halben Stunde diese Strecke bewältigt hat. Das heißt, wir können dann definieren, was passiert. Wird der Account gesperrt? Wird ein Multifaktor enforced? Das heißt, muss er sich mit einem zweiten Faktor anmelden oder muss er sich sogar mehrfach anmelden, also sprich mit einem dritten Faktor? Wie auch immer, das können wir relativ frei definieren. Okay. Und das mit einer relativ mächtigen Workflow-Engine, die da an der Stelle mit dabei ist. Also das ganze Thema Azure Security Center ist jetzt schon relativ, man sieht schon, sehr umfangreich. Da könnte man locker einen ganzen Vormittag vor mitfüllen. Vielleicht machen wir das auch. Vielleicht machen wir das noch, ja. Je nachdem, ob da Interesse besteht. Auch gerne bei Ihnen. Also genau, deswegen so ein kurzer Überblick. Aber ich möchte jetzt noch eins hervorheben. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja nicht nur das Microsoft-Ökosystem, das wir damit überwachen können, ja, sondern wir haben hier viel mehr Partner, die wir überwachen können, ja. Also wird interessant, ja. Also wir können auch eine AWS damit überwachen. Okay. Oder was ich auch interessant finde, ja, Zoom ist gerade so ein bisschen in Verruf geraten, aber auch Zoom können wir damit überwachen, ja. Zendesk, DocuSign, ServiceNow, Box, direkt. Dropbox, also Cisco WebEx, also ganz viele
Player, die man aus dem Markt kennt, ja, auch eine Okta, die wir vorher als Identitätsverwaltungslösung ganz oben rechts gesehen haben im Gartner Quadranten, kann ich mit dem Azure Security Center ins Monitoring quasi aufnehmen und mir dort Best Practices für ausgeben lassen. Okay, das heißt, ich verbinde mein Azure Online-Portal mit dem Online-Portal von der Okta, von ganz genau. Webex, okay, und dann übernimmt quasi der Security Center die Settings, die da drin sind, und schlägt mir die Best-Practice-Anleitungen in dem Sinn vor oder die Konfigurationsschritte, die ich noch ganz machen genau. soll. Diese Schritte, die da drin sind, ich will jetzt nicht sagen, wer hat es definiert, das weiß man wahrscheinlich nicht, aber das sind die Best-Practice-Geschichten von Microsoft, die liefert Microsoft automatisch mit. Ganz genau, also wir sehen es jetzt hier zum Beispiel mal, ich habe hier mal so eine Übersicht mitgebracht und die habe ich jetzt mal ganz bewusst ausgewählt, weil wir sehen es hier an der Stelle oben, das ist eine Debian Security Update für Recommend. Also das heißt, wir haben eine Sicherheitslücke auf einem Debian Server und da steht ganz genau, was sollen wir tun. Da gibt es auch verschiedene Artikel, die wir dann an der Stelle finden, um das ganze Thema zu beheben. Das heißt, wir kriegen da eine wirklich detaillierte Anleitung, was zu tun ist mit den Informationen. Und diese Informationen sind dann auch nicht Microsoft-Artikel, sondern teilweise Herstellerartikel oder von der NIST oder wie auch immer. Also das heißt, verschiedene Quellen, die uns hier an der Stelle echt unterstützen, sowas schnell, sage ich mal, zu visualisieren. Okay, das heißt, ich habe auch hier die Kontrolle über meine nicht nur quasi Microsoft-lastige Infrastruktur, sondern eben meinen Linux-Server, den ich halt boote, weil ich den Linux-Server möchte. Ja, genau. Okay, und wird dann im Azure Security Center direkt, also eigentlich, ja gut, nee, Siem wäre jetzt übertrieben gesagt, ja, aber... Nein, also Siem wäre dann quasi noch einen Schritt weiter, da sprechen wir dann über ein Produkt, das nennt sich Azure Sentinel, da sind wir jetzt heute aber, ja, haben wir mal außen vor gelassen. Ja, es muss ja was fürs nächste Mal geben. Ja, genau, also nicht falsch verstehen. Aber ja, da gibt es auch eine Siem, eine cloud-basierte Siem. Okay. Aber ist jetzt heute nicht das Thema. Nein. Ich habe noch eine Frage hier mit dem halben Auge, bevor wir das Security Center Thema mal ein bisschen beiseite schieben. Und zwar gibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen auch die Option DSGVO, GDPR und ISO 27001 als getrennte Ansicht. Ja, gibt es. Die Antwort ist ganz klar ja. Also das ist Azure ist so ein, sag ich mal, eine aggregierte Ansicht, aber es gibt eine GDPR-Ansicht und es gibt eine ISO 27001-Ansicht. Okay. Das ist getrennt möglich, ja. Okay, und das sind jetzt quasi die europäischen, aber natürlich gibt es auch die amerikanischen Zertifizierungen, also die sind ja auch mit drin. Da gibt es eine ganze Latte an Zertifizierungen, die man dann einzeln auswählen kann. Das Schöne, das muss man auch Microsoft lassen. Microsoft ist natürlich da bestrebt, die ganzen Zertifizierungen zu haben, selbst wenn Microsoft eine Zertifizierung mal nicht hätte, ihre Infrastruktur, kann man das da anmelden und da gibt es genug Informationen oder beziehungsweise Unterstützung auch von Seiten Microsoft, dass dann diese Zertifizierung auch durchgelaufen wird. Ganz genau. So speziell, wie sie auch immer sein mag. Ja. Also, genau, also wir kriegen gerade aus der Regie noch der Hinweis nochmal, also gerne Frage stellen. Wir haben hier noch ein Notebook stehen, wir gucken da drauf. Wir versuchen sie dann auch zeitnah zu beantworten, wenn es gerade in den Kontext reinpasst. Also ruhig Fragen stellen, dafür sind wir da. Also wir sehen es leider nicht, wenn Sie die Hand heben, aber tippen Sie es rein. Gut, wir haben jetzt, sage ich mal, diese Lösung uns angeguckt und irgendwo müssen wir uns ja auch an dieser Lösung anmelden können. Würde Sinn haben machen. Wir haben ja gesagt, Identität ist der neue Perimeter. Genau, das heißt, und unser zentrales Tool, um das ganze Thema Anmeldung in der Cloud bei Microsoft zu verwalten, ist das Thema Azure Active Directory. Das heißt, es ist unser zentrales Identitätsmanagement. Und wir müssen an dieser Stelle, das müssen wir auch ganz klar sagen, unsere Passwörter nicht synchronisieren. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir können an der Stelle mit unserem lokalen Active Directory arbeiten und mit den lokalen Passwörtern. Das bedeutet, was mir klar sein muss, ist, ich in der Regel mache ich eine Verbindung zwischen meinem lokalen AD und dem Azure AD mit einem Tool, das nennt sich Azure AD oder AD Connect. Und das synchronisiert meine Benutzer in Azure AD. Das bedeutet auch, mein AD ist mein führendes System. Okay. Und in die User, die ich synchronisiere, sind read-only in meinem Azure AD. Das heißt, Veränderungen müssen in meinem lokalen Azure getätigt werden. Okay. In meinem Azure AD habe ich einen read-only.
Okay, also das ist ja quasi die Hybride, den hybriden Ansatz. Ja, ich spiegel das, was ich jetzt habe, on-premise in meiner altbekannten Welt quasi in die neue Azure Cloud-Welt. Okay. Genau. Und ich kann natürlich an der Stelle, ich bin dazu nicht gezwungen, ich kann auch ein eigenes Azure AD aufbauen. Und ich kann so weit gehen, dass ich dann Domain Services, also quasi Domain Controller as a Service in der Cloud buche, wenn ich zum Beispiel in einer Cloud-Only-Umgebung bin. Das würde aber dazu führen, dass der Domain Controller as a Service read-only ist und mein Azure AD mein führendes System ist. Wann mache ich das? Wenn ich zum Beispiel Systeme habe, die ich in der Cloud betreibe, die zwingend eine Kerberos-Authentifizierung brauchen, weil wir können mit Azure AD nur sammeln. Okay. Oder aber immerhin sammeln. Ja, immerhin sammeln. Das ist schon relativ verbreitet an der Stelle, aber kein Kerberos. Und wenn ich das brauche, könnte ich den Domain Controller as a Service quasi buchen. Muss ich das ganz am Anfang festlegen? Oder kann ich jetzt mal sagen, ich mache alles, meine Passwörter, meine User sind noch mein On-Premise gut, ja, und irgendwann später change ich das? Und das ist mir völlig unbenommen, das kann ich jederzeit tun. Okay. Wir haben aber auch, also hier steht auch, müssen nicht synchronisiert werden. Wir haben die Möglichkeit, Passwörter zu synchronisieren, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass gegen mein lokales AD synchronisiert wird. Wobei wir hier auch ganz wichtig, niemals Passwörter in einem Klartext oder sonst irgendwas verschicken, sondern wir errechnen aus dem Passwort einen Hash, also quasi ein verschlüsseltes Ergebnis, dass man im Bestfall auch nicht zurückrechnen kann und nicht wie MD5, ja, wie früher, ja. Und was wir dann tun, wir verschlüsseln diesen Hash nochmal und synchronisieren den Hash vom Hash-Wert quasi in die Cloud. Und dagegen wird dann verglichen, wenn ich das Ganze nicht gegen mein On-Premise machen möchte. Da muss man dann auch ein bisschen schauen, inwieweit man da über Single Sign-On und sonstige Thematiken redet. Das ist sicherlich ein bisschen kundenspezifisch dann bei jedem Kunden zu betrachten. Aber auch diese Möglichkeit gibt es an der Stelle. Wie gesagt, wir können das lokale Active Directory anbinden. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, auf den ich schon ein bisschen länger hinarbeite. Es ist für viele Anbieter eine Plattform. Also wir sprechen hier nicht über O365, sondern wir sprechen für viele Anbieter. Wie funktioniert das Ganze, bevor wir uns dann angucken, wie das funktioniert, wer da alles mitspielt? Ja. Wir haben den User, der greift auf ein O365 oder wir sehen es hier schon auch, Google, SAP, Citrix, Dropbox, wie auch immer zu. Okay. Dort ist bei diesem Anbieter zur Authentifizierung schon hinterlegt, nachdem ich meine E-Mail-Adresse eingegeben habe, zum Beispiel @bechtle.com. Hey, @bechtle.com hat eine eigene Authentifizierungsinfrastruktur. Mhm. In dem Fall Single Sign-On per Paththrough. Das ist ein ganz kleiner Agent, den ich auf einem Server installiere, der, das wird dir wieder gefallen, keine Firewall-Ausnahmen braucht. Der braucht lediglich Internetzugriff über Port 443 verschlüsselt SSL. Okay, mehr braucht der Server nicht. Mhm. Der holt sich dann quasi aus einer Queue die Authentifizierungsanforderung, überprüft dann Benutzername, Passwort gegen das lokale AD und sagt dann, okay, der User ist authentifiziert, darf rein und liefert dann einen Sammeltoken zurück, mit dem ich dann quasi auf diese Dienste zugreifen kann. Das heißt, diesen Dienst kann ich natürlich auch redundant aufbauen. Das heißt, da kriege ich auch nochmal eine Sicherheit rein. Und das Ganze ist relativ schnell und einfach erledigt und das Ganze ist auch ein Single Sign-On dann. Okay, das heißt aber meine, sage ich jetzt mal, Passwortdaten, Username, Passwort, also der User gibt in einer Maske sein Passwort ein, sein Active Directory Passwort, die Überprüfung oder das Passwort sieht der Anbieter aber eigentlich nie, weil es geht ja in dem Sinn, von dem Agent kommt nur zurück, er darf oder er darf nicht, er bekommt erfolgreich oder nicht ein valides Sammeltoken zurück. Und dann kommt der Sammeltoken zurück. Okay. Genau. Also wer spielt denn da jetzt alles mit? Und wenn wir da mal gucken, das ist noch bei weitem noch nicht mal alles. Ja? Okay. Das heißt, ich habe schon ein bisschen, wir können uns anmelden zum Beispiel bei Adobe Creative Cloud, aber auch PayPal als Bezahldienst. Ja? Mhm. Citrix bei einigen Kunden im Einsatz, WordPress, aber selbst LAMP, also ein Linux, Apache, MySQL, PHP-Stack, können wir damit authentifizieren. Also da merkt man schon, das hat schon echt eine sehr große Verbreitung und damit kann ich natürlich auch innerhalb meines Unternehmens die Anmeldung für verschiedene Cloud-Dienste einfach, sag ich mal, zusammenfassen und ich habe noch an einer Stelle quasi die eine Cloud-Identität, die ich für alle Anbieter nutze,
Natürlich gibt es Anbieter, die da nicht mitspielen. Da will ich gar nicht drum rumreden. Aber sag mal, das sind schon viele gängige mit dabei, wo ich einfach sagen kann, ich reduziere natürlich auch für mich die Komplexität und ich behalte einfach die Hoheit über meine Benutzer. Und die Komplexität, du sprichst ein gutes Stichwort an. Ja, also ich habe 10.000 Passwörter an gefühlt 14.000 Online-Plattformen überall irgendwo. Und wenn ich natürlich da es schaffe, zumindest die Komplexität für ein paar Zugänge oder viele Plattformen quasi rauszunehmen, indem ich meine Mitarbeiter ein und das ich verlange es vielleicht ab, gehört dazu. Aber ich kann natürlich hier mir dann auch die Passwortkomplexität einmal machen und muss sie nicht an jedem verschiedenen Portal machen. Was ich als weiteren Vorteil eigentlich sehe, ist, ich habe wieder den Zugriffsrecht. Ich meine, heutzutage gehen wir mal davon aus, wir trennen uns im Guten von einem Mitarbeiter. Ja, dann sitzt der heutzutage gerade jetzt im Homeoffice. Ja, also wie kriege ich den aus all diesen Plattformen wieder raus? Ich deaktiviere seinen User in einem Azure Active Directory. Oder im lokalen AD, wenn ich oder im lokalen AD sogar. Und dann ist er natürlich automatisch auch aus den ganzen anderen Applikationen raus. Definitiv, korrekt. Okay. Kann er sich auch nicht mehr anmelden. Genau. Wir haben das Thema Privileged Access schon mal ein bisschen angerissen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt einfach mal eine Frage. Global Admin, das ist so der höchste der Administrator, den wir in der O365 oder Azure-Welt haben können. Was meinst du, wie viele Global Admins prozentual gesehen arbeiten denn produktiv mit ihrem Account? Das heißt also, mit mein persönlicher Benutzer ist gleichzeitig der Global Azure Admin. Global Admin. Ja. Natürlich laut Security-Vorgaben sollte man das natürlich nie sein. Ja. Aber ich schätze mal, bei den Unternehmen, wir haben meistens eine interne IT, wir haben dort immer irgendeinen Admin und der hat keinen Bock, sich 14 Mal zu authentifizieren. Und ich würde mal sagen, 60% bestimmt. Ja, also laut neuesten Zahlen 81% der globalen Admins haben quasi eine Mailbox, die aktiv genutzt wird und melden sich damit an und arbeiten damit. Tun Sie es nicht, bitte. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, warum muss denn ein Administrator immer Administrator sein? Gute Frage, da kommt wieder die Usability ins Spiel, weil es gibt eigentlich keinen anderen Grund wie die Usability. Ja, natürlich, es ist bequem. Es ist bequem, weil ich kann sofort auf alles zugreifen. Ja, auch aus meiner Historie raus als IT-Leiter weiß ich das. Es ist einfach bequem. Ja, ja. Natürlich. Aber eigentlich muss das nicht sein, weil ich sage jetzt mal, 90% der IT-Administratoren oder 90% der Zeit quasi arbeite ich als normaler User, bekomme meine Mails, arbeite da Sachen ab und vielleicht schätze ich mal 10, 15, 20% mache ich wirklich administrative Tätigkeiten. Genau, das wollen wir eben mit Privileged Access abbilden. Das heißt, wir wollen dort ein Vier-Augen-Prinzip auch einführen. Mhm. Das heißt, ein Benutzer ist per se ein Benutzer und hat erstmal keine Administrationsrechte. Das heißt, die Administrationsrechte werden ihm auf Anfrage von einem anderen User gewährt, der zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch kein Administrator ist, sondern auch nur die Administratorenrechte anfragen könnte. Das bedeutet, der christoph.barreit@bechtler.com, wie wir ihn jetzt kennen, ist per se erstmal ein ganz normaler User und sollte er wirklich etwas tun müssen, ja, dann haben wir A, eine Dokumentation, okay, der Christoph Barreit hat sich jetzt Administrationsrechte verschafft und B, er bekommt sie dann nur zeitlich begrenzt, zum Beispiel für 2 Stunden, weil er einen Task machen muss, wo er wirklich globaler Administrator sein muss. Okay, das heißt also, mein doppelter Admin quasi würde wieder wegfallen. Also früher hat man dann gesagt, wenn ich einen separaten User, einen persönlichen Administrator-User, damit ich das nachvollziehen kann, beziehungsweise da nochmal eine Trennung drin ist. Genau. Es bleibt jetzt trotzdem ein Christoph.Barreit-User. Das ist dann auch etwas, was man definieren muss, aber wir würden natürlich dadurch schon eine deutliche Sicherheit reinbekommen. Also wenn wir über 81% Global Admins, die produktiv arbeiten, reden, dann reden wir von 81%, wo wir eine deutliche Verbesserung der momentanen Situation hinbekommen würden. Dann haben wir vorhin drüber gesprochen, Multifaktor nur ein oder aus. Das ist natürlich, wenn wir im Büro morgens hierher kommen und haben vielleicht noch einen Desktop-PC und müssen dann auf einmal unser zum Beispiel Handy rauskramen und uns mit einem zweiten Faktor anmelden, dann sind wir wieder genau da, wo wir sagen, okay, das ist natürlich sicher, aber bequem ist das nicht. Mhm. Das heißt, genau dafür gibt es das Thema Conditional
Access, weil wir sagen, Multifaktor ist unerlässlich, aber wirklich immer? Nee, eben nicht. Ja, das heißt, für uns kann der zweite Faktor auch ein Standort sein. Das heißt, ich befinde mich momentan innerhalb meines Firmennetzwerks, dann bin ich ja schon mal durch eine Tür gegangen. Das heißt, ich habe... Quasi in meiner Burg, die ich ja abgesichert habe. Ja. Das heißt, das kann ja für mich auch ein Standort, ein Faktor sein, den ich dafür verwende. Das bedeutet, wenn ich innerhalb eines Unternehmens mich befinde, mit einem vom Unternehmen gemanagten Device, brauche ich keinen zweiten Faktor im Sinne bei der Anmeldung. Dann habe ich ein Single Sign-On. Okay. Ich kann eben festlegen über ein Management, welche Geräte auf welche Daten zugreifen. Das heißt, das hatten wir vorhin schon mal, du hast gesagt, der Christoph Bareit hat überall immer die gleichen Rechte, egal ob er daheim ist oder nicht. Warum denn? Vielleicht können wir den... Ich will ja arbeiten. Ja, aber du darfst auch arbeiten mit einem Device, das deine Firma verwaltet und wo sichergestellt ist, dass der Virenschutz aktuell ist, dass wir aktuelle Pattern haben, dass es das und so weiter. Bei Bring Your Own Device, da haben wir ja schon drüber gesprochen, habe ich ja keine Ahnung, was ist mit dem Gerät, ist da der Virenschutz aktuell, ist da Ransomware drauf, was auch immer. Ja? Ja. Das heißt, ich kann festlegen, mit einem Firmendevice zum Beispiel, außerhalb meines Unternehmensnetzwerks brauche ich einen Multifaktor, ich komme aber auf Exchange Online, OneDrive, SharePoint, auf alle Daten. Mit einem privaten Device komme ich zum Beispiel innerhalb des Unternehmens, wenn das erlaubt ist, quasi in, auf meine Mails, aber nicht auf OneDrive und SharePoint, brauche aber vielleicht auch keinen zweiten Faktor. Und wenn ich außerhalb bin, komme ich nur mit zweitem Faktor zum Beispiel nur auf Mails, weil ich zum Beispiel dann mal eine Abwesenheit reinmachen möchte oder mal Mails checken oder es soll vorkommen, dass Leute in Elternzeit sind dass die vielleicht dann auch mal ihre Mails checken können währenddessen, obwohl sie währenddessen eigentlich ja nicht arbeiten. Obwohl der Unternehmens-PC noch im Unternehmen ist. Genau, weil die nicht mitgenommen haben. Dann kommt. Okay, aber da kann ich dann, kann ich da spielen? Also es gibt mir sehr viel Flexibilität, so klingt es. Kann ich das pro Benutzer festlegen? Pro Gruppe? Pro Unternehmen einmal? Ich kann es für Gruppen, kann es für verschiedene Gruppen definieren. Also wir können auch... weil es oftmals der Wunsch ist und wir es dringend nicht empfehlen zu tun, aber manchmal gibt es halt so die Geschäftsführung, die sich ein bisschen... Öfters authentifizieren will? Genau, noch öfters authentifizieren möchte. Die möchten noch gerne oft einen dritten oder vierten Faktor haben. Ja. Also wir können das gruppenweise steuern und können auch Access und Block machen. Also wir können sagen, okay, Zugriff gewährt oder Zugriff wird denied, also nicht zugelassen. Und können dann auch geografische Bereiche ausschließen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wir wissen, dass ein Mitarbeiter sich nie aus China anmelden wird, dann können wir zum Beispiel China blocken. Okay. Außer er geht nach China in Urlaub, aber dann muss er vielleicht auch seine Mails nicht checken. Dann sollte er eigentlich im Urlaub sein. Ja, genau. Das ist das ganze Thema Conditional Access. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir auch beliebig komplexe Regeln spinnen können. Zur Lizenzierung vielleicht kurz. Es ist ein Teil der... entweder M365, also Microsoft 365 Lizenzierung, oder ich buche ein Azure AD Premium P1 Plan oder eine Enterprise Mobility and Security Suite. Okay. Damit wäre dieses Thema dann mit dabei, aber es ist kein Office-Thema, fairerweise. Klar, Office in dem Sinn ja auch eher Exchange und Dokumente, kein Azure, kein AD. Genau, wir haben jetzt viel über Multifaktor gesprochen. Wie kann denn so ein Multifaktor denn am Ende des Tages aussehen? Wir haben einmal die Möglichkeit, das Ganze mit einer App zu machen. Das ist relativ komfortabel. Sobald ich eine Internetverbindung habe, ploppt hier bei mir quasi auf, hey, du hast eine Anfrage, willst du die genehmigen? Die kann ich genehmigen. Ich kann diese Anfrage dann auch als dritten Faktor zum Beispiel noch mit einem biometrischen Teil, also zum Beispiel Face ID, Android Fingerprint oder sonst irgendwas versehen, kann auch sagen, okay, wenn der Benutzer sich anmeldet mit seiner E-Mail-Adresse, dann muss er nur genehmigen und sich biometrisch authentifizieren oder ich kann sagen Passwort und so weiter, also ich kann das beliebig steuern. Sollte ich denn mal kein Internet haben, das soll ja auch mal hier, wenn man in die Richtung geht, das sehen Sie jetzt nicht, Richtung Schwarzwald mal vorkommen,
dann wird quasi für jede Applikation ein sogenanntes One-Time-Passwort generiert, das quasi sich alle 60 Sekunden erneuert, mit dem ich mich auch anmelden kann, wenn ich quasi eine LAN-Verbindung habe, aber kein WLAN und kein GSM oder sonst irgendwas, um mich anzumelden. Wenn meine App nicht online gehen kann. Ganz genau. Soll in Deutschland ab und an mal mit Funklöcher doch vorkommen, dass man kein Internet hat. Ja, möglich. Wir können uns einfach anrufen lassen, ganz klassisch. Wir können uns eine SMS schicken lassen. Okay. Wenn ich das möchte, wenn ich halt keine Datenverbindung habe. Ja, Funkloch. Ja. Und was jetzt gerade auch so ziemlich en vogue ist, weil es auch eine zusätzliche physische Sicherheit bietet, ist das ganze Thema FIDO2-Sticks. Mhm. Das bedeutet, ich muss diesen Stick quasi in mein Device reinstecken und dann wirklich physisch diesen Button hier drücken. Das heißt, selbst sollte ein Angreifer meinen Rechner übernehmen und ich habe meinen FIDO2-Stick vergessen, dann muss er quasi noch physisch auf den Knopf drücken, dass ich mich anmelde. Das heißt, er muss dann quasi auch davor stehen. Wir nutzen hier wieder den Standort mit als Faktor. Und sagen Sie natürlich nicht ganz zu Unrecht, naja, wenn ich mobil unterwegs bin. Tablet, Smartphone, USB-Anschluss. USB, ja, die haben NFC, die neuen, das heißt. Okay. Und die neueren können sogar dann noch mit PGP oder USB-C und PGP-Mail-Verschlüsselung genutzt werden. Also das sind schon ziemlich interessante Geräte oder kleine Sticks an der Stelle. Funktioniert im Übrigen auch online, aber auch zum Beispiel für eine Windows 10-Anmeldung. Also ich melde mich morgens an meinem Rechner mit einem FIDO2-Stick an. Okay. Das ist ziemlich cool. Genau. Aber ich habe wieder Hardware. Natürlich. Ja, zusätzlich zu meinem Smartphone. Ja. Wie ich es aber auch zum Beispiel bei einem VPN, wenn ich mein Token vergessen habe, habe ich halt kein VPN. Also das muss ich mir einfach bewusst sein. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir das ermöglichen. Und wir haben aber auch schon ein paar Mal gesagt, okay, wir haben diesen Schieberegler zwischen sicher und bequem. Ja. Und irgendwo müssen wir an der Stelle auch gucken, dass wir den Mitarbeiter mitnehmen. Also, weil meistens wird der vergessen. Ja, genau. Das heißt, die meisten Security Breaches passieren ja immer noch über den Mitarbeiter. Also nicht, weil er das Böse, also es gibt ein paar, die wollen uns was Böses, aber es gibt auch ein paar, die... Wir unterstellen mal nichts Böses dem Mitarbeiter, sondern gehen eher mal davon aus, dass er aus Versehen, dass er seine Arbeit im Guten machen möchte, ja, und gewissenhaft ausführen möchte. Und da kann es halt auch passieren, dass man auf was reinfällt, was im ersten Moment sehr gewissenhaft aussieht. Nennen wir es CEO-Fraud, nennen wir es Phishing-Attacken, ja, wo der Mitarbeiter als schwächstes Glied, denn leider ist es so, früher hat man wo die Spams hochkommen sind, hat man immer von Oma Gretchen am Empfang gesprochen, ja, die ganz brav jedes E-Mail beantwortet. Entschuldigung, ich kann kein Englisch, können Sie mir das mal auf Deutsch schicken? Und so war es für die Spammer wieder, eine gültige E-Mail-Adresse mehr. Ja, so ist natürlich, der Mitarbeiter rückt immer in den Mittelpunkt. Zumal die Identität unser neuer Perimeter ist, wie wir vorher gelernt haben. Ja, also den Mitarbeiter gilt es da nicht zu vergessen. Genau, das heißt, genau dafür haben wir einen Teil, der fairerweise Teil des E5-Plans ist. Das ist das Thema Security Awareness Training mit Microsoft Attack. Mhm. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, sogenannte Fake Phishing oder verschiedene Attacken gegen ein quasi selber ausgelöstes Event zu fahren. Ja. Mhm. Das ist eigentlich dadurch, dass es quasi Teil meiner O365-Umgebung ist, muss ich da nicht viel konfigurieren. Also es ist kaum Config notwendig. Es hat eine Integration in Active Directory. Das ist ganz wichtig, weil wir können nicht nur Phishing, sondern Spear Phishing. Was ist der Unterschied? Mhm. Phishing ist, hallo, bitte anmelden. Also relativ dumm, ohne Personalisierung und einfach mal rausgeschickt in der Hoffnung, dass da einer irgendwie auf den Link klickt. Ja? Mhm. Spear Phishing ist wirklich zielgerichtet. Da würde dann drinstehen, hallo Christoph Bareit, dein Konto bei Amazon ist abgelaufen, bitte melde dich dort an. Das heißt, wir machen ganz gezielt Informationen dort mit rein und die kommen natürlich aus unserem Active Directory und somit können wir das noch ein bisschen besser machen. Das heißt natürlich nicht, dass dann die Mail perfekt ist, sondern da ist bewusst darauf geachtet worden, dass sie nicht so besonders schön grafisch dargestellt ist, dass die URL, auf die man dann klickt, irgendwie eine externe URL ist. Okay. Also so, dass das der Mitarbeiter, der ein bisschen darauf aufpasst, schon erkennt, aber es nicht auf den ersten Blick sofort sichtbar ist. Ja? Okay. Wir haben die Möglichkeit zu brute-forcen, das heißt, wir können ein User-Passwort checken lassen, wie zum Beispiel Sommer 2017 Ausrufezeichen oder sowas in die Richtung
und wir können Spray-Attack machen. Was ist der Unterschied zwischen Brute-Force und Spray-Attack? Brute-Force ist auf einen User gerichtet. Mhm. Das heißt, da sperre ich relativ schnell den User oder auch die IP des Angreifers, weil ich eben hingehe und dann sage, okay, der hat 100-mal das Passwort versucht, das ist ein externer, der ist A, ist der Account gesperrt und B, ist die IP gesperrt. Ja. Aber Passwort-Spray-Attack bedeutet, ich versuche bei mehreren Usern gleichzeitig Zugriff über verschiedene Passwörter zu bekommen, mhm, und verwirrt so das System so ein bisschen, ja. Was tun wir dann, wenn wir diese Security Awareness mit dem Kunden machen? Wir versuchen natürlich, die, sag ich mal, erfolgreichen Phishing-Mails auch von extern zu vermindern. Mhm. Also das heißt, eine gute Ausbildung sorgt dafür, dass das Risiko einer Phishing-Attacke auf unter 40% Erfolg sinkt. Jetzt werden natürlich der geneigte Zuschauer sich denken, wow, 40% ist aber eigentlich echt noch eine hohe Zahl, oder? Ist immer noch hoch, ich gebe dir recht, ja. Aber gesetzten Falles, 40% sind besser wie 100. Ja, also besser nur 40% der Attacken kommen durch. Aber durch kontinuierliches Training, durch kontinuierliche, ich sag mal, Gamification, whatever war's, ja, kann das natürlich noch weiter runtergehen. Und wenn die Mitarbeiter wissen, dass sie kontinuierlich überprüft werden und dann eventuell nochmal ein Online-Video machen müssen, nochmal in eine Schulung besuchen müssen, dann passen die Leute, die Mitarbeiter auch mehr auf, wo sie ihre Account-Daten eingeben, und dann kann man das Risiko noch weiter runterbringen, aber per se an sich 40% definitiv besser wie 100%. Ja, also, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben das ja auch schon tatsächlich wirklich durchgeführt, solche Attacken, ja. Würden wir nie tun. Werden wir nie tun, natürlich nicht. Da reden wir teilweise über Erfolgsraten von 80%. Dessen, genau, müssen wir uns einfach auch bewusst sein. Also das ist eine Halbierung und das ist schon echt gut. Und das ist dann gut, genau. Ja, und wir schauen uns dann auch mal an, wie sieht es dann Ganze in der Auswertung so ein bisschen aus. Ja? Wir sehen ganz genau, also wer hat denn auf den Link geklickt und wer hat seine Credentials eingegeben. Das sehen wir hier unten. Wir sehen dann auch, über welches Device er gekommen ist, ob von intern, mhm, oder extern. Auch das, lieber Betriebsrat und Datenschützer, kann man anonymisieren. Gut. Und was passiert, wenn er quasi dort draufklickt oder seine Credentials eingibt? Er wird zum Beispiel auf ein internes Schulungsportal weitergeleitet, wo er nochmal eine Videoschulung bekommt oder der Hinweis, hey, die IT-Abteilung wird sich bei dir melden, du bist gerade auf erst reingefallen, was jetzt echt nicht so gut war. Also da kann man auch relativ frei sein, mhm, was das ganze Thema weitere Schulungsmaßnahmen angeht. Okay. Auch das ist in dem Fall mit drin. Im E5. Ja. Im E5, okay. Genau. Gilt es dann auch, also nur für, aha, klar, ja, ich brauche Azure natürlich, ich brauche die Cloud dazu. Jetzt ist mir selber vorher noch die Frage gefallen, jetzt ist sie wieder weg. Gut. wahrscheinlich hast du sie doch von Anfang an schon beantwortet. Aber wir haben viel über die Identität gesprochen. Also wir haben gesagt, die Identität ist der neue Perimeter. Jetzt haben wir sehr viele Möglichkeiten kennenlernen, die mit dabei sind, wo wir unsere Identität schützen. Gibt es noch mehr? Ja, natürlich die Daten. Unsere, ja, Informationen müssen wir natürlich irgendwo schützen. Wir haben es so ein bisschen schon mal angesprochen, mhm, das Thema Labeling. Da muss ich mir einfach bewusst sein, ich bringe enorme Sicherheit in mein Unternehmen oder schütze meine Daten und Informationen enorm gut. Aber es ist weniger ein technisches als ein organisatorisches Thema. Weil ich muss meine Dokumente klassifizieren und ich muss sie labeln mit. Da gebe ich dir recht. Also das heißt, da muss ich durchgehen. Also ich kann auch ein bisschen ein Stück weit automatisieren im Sinne von dieses Thema E5, Automatisierung, mhm, oder mit einem Agent quasi On-Premise-Dokumente erstmal, okay, durchgängig internal flaggen zum Beispiel oder labeln. Ja. Ja. Aber es ist halt dann auch klar, wenn sich einer weiterleitet und privat ist, dann kann das nicht öffnen und so Geschichten. Ja. Wir müssen uns an der Stelle dann überlegen, wollen wir eine Encryption? Okay. Das bedeutet, verschlüsseln wir diese Dokumente? Weil, was passiert? Ein CEO oder wer auch immer zieht sich eine Datei, weil er geht jetzt ins Flugzeug. Gut, zurzeit ein bisschen unrealistisches Szenario, gebe ich zu, aber die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Ja. Nehmen wir den Zug. Oder ja, das Taxi. Oder das Taxi, wo er mal kein Internet hat und versucht, die Datei zu eröffnen. Wir authentifizieren uns in dem Fall ja gegen das Azure AD. Das heißt, wir brauchen eine Internetverbindung. Mhm. Und er kommt gerade nicht an diese Authentifizierung. Das sorgt halt dafür, dass dieses Dokument dann für ihn nicht lesbar ist, weil es verschlüsselt ist. Ja. Das heißt, das könnte schon dazu führen, dass
das unter Umständen zu Unmut führt. Ja? Das heißt, man muss sich da gut Gedanken machen, wie wir das ganze Thema Encryption einführen, also Verschlüsselung. Dann haben wir Access Control, ja, das heißt, wer ist in welcher Gruppe? Das heißt, nehme ich jemanden aus der Gruppe raus, dann hat er weiterhin keinen Zugriff mehr. Und dann haben wir Policy Enforcement. Das bedeutet, wie wir schon drüber gesprochen haben, du darfst nicht drucken, du darfst es nicht sharen, du darfst nicht rauskopieren, du darfst es nicht weiterleiten, cool. Du darfst es nicht zeigen über Screensharing. Absolut, genau. Ja. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Tracking. Das heißt, ich kann so ein bisschen nachverfolgen, wo wurde das Dokument denn geöffnet, wenn ich das dann einstelle. Und des Weiteren kann ich damit auch Dokumente quasi obsolet machen. Ich habe zum Beispiel eine Arbeitsanweisung, die nicht mehr gültig ist. Ja? Dann entziehe ich quasi den Gruppen die Berechtigung auf dieses Dokument. Das kann nicht mehr geöffnet werden. Also das heißt, ich kann auch einen gewissen Lifecycle von diesem ganzen Thema überblicken. Okay, also coole Nummer, dass das alles mit dabei ist. Ich weiß aus der Vergangenheit, DLP oder Data Loss, Data Leakage Projekte sind nicht ganz einfach und bedarf quasi erst mehr organisatorischen wie technischen Aufwand, genau. Aber auch gleichzeitig, kleiner Tipp noch am Rande, es muss wirklich in Absprache mit der Geschäftsführung passieren, weil es wird Widerstand geben innerhalb der Firma und wenn die Geschäftsführung nicht gleich auch mit dahinter steht, mit der IT und sagt, nee, wir machen das aber so, dann ist das Projekt eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt. Genau. Wie sieht das Ganze dann auch in der Praxis aus? Also es ist halt quasi ein Plugin, beziehungsweise okay. Es ist schon in der neuen Office-Version mit dabei und ich kann es dann hier eben flaggen, nach dem, wie ich es gerne bräuchte. Und kann ich natürlich anpassen. Das kann ich natürlich anpassen. Also diese Klassifizierung kann ich selber festlegen, wie ich es brauche, wie ich es möchte. Und wie gesagt, in einem E5 kann ich dann auch die Kriterien hinterlegen, wie es automatisiert in diese Kategorien kommt. Und wer dann auch den Status verändern darf, ganz genau. Eines Dokuments, weil das ist dann der nächste organisatorische Aufwand. Natürlich. Ja, wenn der Mitarbeiter, wenn alles als highly confidential markiert ist und jeder Mitarbeiter kann es auch auf public stellen. Dann war es auch wieder unnötig. Genau. Gut. Genau. Dann schauen wir uns einfach noch ein paar weitere Security Services an. Also wir haben heute, wie gesagt, auch nicht den Anspruch, alles zu zeigen, aber wir wollen so einen ganz schönen Blumenstrauß mal darstellen. Also das Erste, was wir noch haben, wir haben eine DDoS Protection, also Schutz vor Attacken, die einen Service lahmlegen können. Das heißt, ich feuere einfach so viele Requests zum Beispiel gegen meinen Webserver, dass der einfach in die Knie geht. Oder gegen meinen Mail-Server beim Exchange Online. Ja. Das heißt, aber diese Protection ist zum Beispiel sowohl in Azure als auch in O365 in jedem Produkt vorhanden. Sage ich jetzt mal ketzerisch, gehe ich davon aus, weil das Ding steht ja nicht bei mir. Ja. Das ist natürlich richtig, ja. Und wir haben... Genau. Wir haben noch eine Frage, kommen wir nachher dazu. Genau. Und das Zweite, was ich eine extrem spannende und Geschichte finde, die auch im O365 schon mit dabei ist, ist der Application Proxy. Wir können quasi über den Application Proxy Zugriff auf lokale Webressourcen ermöglichen, ohne dass wir diese Webressourcen nach außen quasi über die Firewall publishen, sondern auch diese brauchen nur einen Zugriff auf über Port 443 ins Internet, aber okay. Nicht incoming. Lokal heißt in dem Fall wirklich on-premise, lokal in deiner Burg. DMZ, in meinem internen LAN? Ja. Ja? Genau. Internes LAN sogar, muss nicht DMZ sein. Okay. Also sofern der Server quasi Zugriff auf Port 443 okay. nach außen hat. Das unterstützt auch verschiedenste Authentifizierungsmethoden. Das kann sein Kerberos, das kann sein Sammel, das kann aber auch sein eine individuelle Authentifizierung quasi mit eigenen Usern, wo ich dann quasi so User-Mappings pflegen muss, die dann quasi on-premise bei mir liegen. Bietet zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ein User sich einfach über sein Azure AD, das ist nämlich dann auch die Authentifizierung, anmeldet und zum Beispiel für die Web-Applikation sein Passwort niemals kennt. Ah, okay, das heißt, ja, Authentifizierungsproxy dazwischen, okay. Genau, und wie gesagt, ohne öffentliche IP oder sonst irgendwas. Könnte ich eigentlich auch Zugriff für einen Dienstleister machen? Könnte darüber? Ich tun oder auch in Homeoffice-Zeiten, könnte ich Applikationen veröffentlichen, ohne dass mir die öffentlichen IPs ausgehen. Okay. Also von daher, sehr spannende Variante an der Stelle. Wir haben eine gewisse Sicherheit dadurch, dass wir einfach eine Georedundanz haben. Das heißt, jedes Rechenzentrum innerhalb von Azure
ist mit einem anderen gespiegelt. Das ist so eine sogenannte Region. Das heißt, wenn wir uns angucken, Westeuropa besteht aus Dublin und Amsterdam. Also sollte wirklich Amsterdam komplett, warum auch immer, in die Binsen gehen, würde Dublin nahtlos übernehmen. Das heißt, wir haben dort auch nochmal eine Redundanz innerhalb des Rechenzentrums und dann nochmal zum weiteren Rechenzentrum. Das Ganze in Deutschland besteht aus Frankfurt und Berlin. Wir müssen aber an der Stelle noch fairerweise sagen, momentan sind in Deutschland noch nicht alle Services verfügbar. Das heißt, das wurde erst Anfang des Jahres, ist diese Region Germany quasi online gegangen. Und ganz wichtig, es ist nicht die Telekom Cloud. Also es ist nicht Azure Germany wie früher, ja, sondern es ist ein vollwertiges Azure-Rechenzentrum, was Teil des Azure-globalen Netzwerks ist. Okay. Mhm. Also auch da kein Stress mehr mit DSGVO, allem weiteren. Okay. Wir haben dadurch eine hohe Dienstverfügbarkeit und haben einen hohen Schutz der Daten, weil wir eine hohe Redundanz einfach haben. Klar. Und, genau. Klar. Ein Punkt, den wir an der Stelle aber noch ganz wichtig immer erwähnen müssen. O365, Office 365, Microsoft 365, egal wie wir das Kind jetzt an dieser Stelle nennen, hat kein Backup um Funktionsumfang. Das heißt, Backup ganz müssen wichtig. Wir immer über Third Party. Nur weil es eine Georedundanz hat, ist noch kein Backup. Und nur weil wir ein Archiv haben, ist auch noch kein Backup. Danke, du sprichst mir aus der Seele. Archiv ist kein Backup. Archiv ist kein Backup, auch wenn es manche, ich sage jetzt mal, missbrauchen in Anführungszeichen. Also Backup nochmal ganz wichtig. Gut, dass du es hingeschrieben hast. Wir müssen die Daten backuppen, nicht vergessen, weil manchmal, und das wird natürlich auch der Cloud-Anbieter so suggeriert, es ist alles immer da, es ist alles immer perfekt, musst dich um gar nichts mehr kümmern, aber trotzdem bitte dran denken, kein Backup. Genau. Oder also das heißt, immer gesondert nochmal betrachten. Ja, Chris, also jetzt haben wir einmal so den kompletten Microsoft-Blumenstrauß, nicht den kompletten, ein Teil des Microsoft-Blumenstrauß im Bereich Security uns mal angeguckt. Das war das, was wir heute schaffen wollten. Ich glaube, wir sind ganz gut vorangekommen und ich glaube, es gab für auch für dich noch ein, zwei Aha-Effekte. Muss ich gestehen. Genau. Und weil es dann natürlich dynamisch jederzeit noch mehr gibt. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob man zu dem Thema, ich habe noch eine Frage, was ist mit Non-Office-Dokumenten? Ich gehe mal davon aus, dass es in Richtung Information Protection, also Verschlüsselung und Klassifizierung geht von Non-Office-Dokumenten. Funktioniert auch. Funktioniert auch? Okay, also PDF. PDF ist kein Problem, bis hin zu einer Excel-Datei, aber ist die Frage, inwieweit das dann noch die Sinnhaftigkeit hat. Aber PDF funktionieren. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, bei ODT oder so, also LibreOffice-Geschichten, müsste ich es nachgucken, weiß ich es nicht. Aber gerne im Nachgang die Frage nochmal, auch gerne per Mail. Wir blenden gleich nochmal unsere Mail-Adressen ein und schicken. Sind wir gerne bereit, dann auch nochmal drauf zu antworten. Ja, also wie gesagt, um das ganze Thema jetzt so ein bisschen abzurunden, stelle ich jetzt am Schluss noch eine ganz böse Frage an dich, Chris. Yeah. Braucht es dann überhaupt noch andere Security-Hersteller? Ja, da haben wir jetzt natürlich die Diskussionsrunde wieder ganz nach offen aufgemacht. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht auch, natürlich, wir brauchen immer noch die anderen. Ja. Ich habe viel gelernt heute. Microsoft macht viel, tut viel, das muss man Ihnen wirklich gestehen. Aber ich habe viele Use Cases im Kopf, ich habe viele Kunden, mit denen wir tagtäglich diskutieren. Und ganz wichtig, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt in der ganzen Geschichte, sind immer die Anforderungen des Kunden. Was braucht er denn, der Kunde? Was möchte er erreichen? Deshalb auch in unserem Framework, auch den Punkt Identify ganz am Anfang. Wir müssen uns eine Strategie überlegen, einen Weg überlegen und zu sagen, was brauchen wir denn alles? Anhand von diesen Anforderungen können wir gucken, ob es bei Microsoft schon mit dabei ist. Wir haben jetzt Kunden, die werfen alles raus. Also wir haben jetzt E5 gekauft, die komplette große Geschichte und fangen jetzt an, alle ihre Third-Party-Produkte rauszuwerfen und alles mit dem zu ersetzen, was Microsoft kann. Oder Microsoft in dem Sinn schon mitbringt. Macht natürlich absolut Sinn, ich will nichts alles doppelt zahlen, weil dieselben Technologien doppelt zu bezahlen, heute in wirtschaftlichen Zeiten, wer sich es leisten kann. Aber ich muss
an den Anforderungen, dass die ganze Ding festmachen, weil auch eine Microsoft und auch so wie jeder andere Hersteller hat irgendwo seine Grenze in irgendwas. Irgendwann komme ich in ein Szenario oder in eine Anforderung rein, die kann halt der eine nicht und der andere eben doch, der andere ein bisschen besser, der andere ein bisschen schneller, der andere ein bisschen dicker, andere ein bisschen dünner. Also ich denke, wir haben genug Anforderungen, wir haben viel gesehen heute von Microsoft Security, auch wenn wir nicht über Sentinel gesprochen haben, nicht über viele andere Produkte, die noch mit dazugehören, aber wir müssen wirklich sauber die Anforderungen abklären. Ich kann mich nicht blind drauf verlassen und sagen, der alles Microsoft wird schon tun. Ja, auch wir haben, wenn wir die Hersteller nebeneinander legen und den spezialisierten Hersteller nehmen und den gegen O365, M365 Microsoft abgleichen, haben wir immer wieder die Challenge, um zu sehen, was kann der eine mehr, was kann der andere besser. Und wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir meinten, wir haben den Unique Selling Point eines Herstellers rausgefunden und 3 Wochen später war er wieder obsolet. Ja, weil natürlich also Microsoft mit dieser großen Entwickleranzahl da hinten dran hängt und dann auch ziemlich schnell Features nachprogrammiert, nachbaut. Ja, in China gibt es eine Vorlesung, die nennt sich Kopieren und Verbessern. Also von daher auch vieles natürlich neu nochmal hinterfragt. Ich bin ja. Also ich sage ja. Okay. Also ich habe ja auch gesagt, ich bin ja jetzt ein bisschen provokant oder ketzerisch mit dieser Frage. Ja, das war mir klar. Wir haben ja auch im Gartner Quadranten zum Beispiel so eine Okta gesehen, die wahrscheinlich mal Sachen noch besser macht. Ich denke, um es zusammenzufassen, ist es, denke ich, schau dir die Anforderungen an, schau, was Microsoft bietet, guck, was das Gap ist. Brauchst du das Gap? Ist es den Mehrwert wert? Absolut. Und dann, richtig. Genau. Denke also, ich, gehen wir da beide auch damit d'accord. Wir kommen auch beide gern zu Ihnen. Genau, also diskutieren das mit Ihnen. Wir sind da nochmal, weil das ist wirklich der springende Punkt. Was brauche ich alles? Kann ich das alles abdecken, wie ich es vielleicht gewohnt bin? Manches muss ich mir auch umgewöhnen und das ist auch in Zeiten der Security nochmal ganz wichtig. Wir haben es gesehen an der Burg. Wenn wir die Burg in die Cloud bringen, wie wir sie on-premise haben, ist zwar ganz schick, bringt halt einfach nichts, weil unsere User nicht mehr da sind. Ja, genau. Das heißt, wir müssen die Cloud, wir haben genug Security-Material, um auch eine Cloud sicher zu machen, um eine Cloud abzusichern, aber wir müssen ein bisschen anders rangehen und wir dürfen nicht einfach das, wie wir es gewohnt sind, und das ist das, was viele Kunden oder was wir täglich erleben, dann natürlich auch die Administratoren sagen, okay, das weiß ich, das kenne ich, so habe ich das seit Jahren gemacht. Wie geht denn das jetzt in der Cloud? Und wir haben es allein schon mit Azure diskutiert. Warum muss ich meinen SQL-Server als Virtual Machine da drauf laufen lassen? Macht gar keinen Sinn. Ich habe gar keine Vorteile dadurch. Ja, vielleicht wird es auch teurer. Kosten, wieder dagegen rechnen. Also das Spiel hat so viele Attribute und so viele Unbekannte, die man wirklich nicht global sagen kann. Und ich finde, man darf das auch nicht globalisieren oder verallgemeinern und sagen, jo, nehmen Sie das. Damit sind sie safe. Geht nicht. Ja, sondern individuell für jeden Kunde, so muss man es machen. Und dann entwickelt man eine individuelle Security-Strategie oder auch eine Cloud-Strategie und an die hängen wir eine Security-Strategie an. Denn es kommt immer, gehört immer beides dazu. Wunderbar. Dann denke ich, ist das auch ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Ich danke dir, Chris, ja, dass du die Geschichte mit mir gemacht hast. Ja. Danke dir, dass ich da sein darf. Eine Frage ist noch offen, höre ich aus der Regie. Und zwar die Frage kam nach Sentinel. Die haben wir insofern mal vorab beantwortet, als wir ja noch 2 weitere Events genau mit Azure Services, KI. Also ganz kurz. Also vielleicht ganz kurz. Wir wissen jetzt nicht, ob das noch bei uns ankommt. Also es gab auch eine Frage nach Azure Sentinel. Da können wir an der Stelle vielleicht sagen, wir haben noch 2 Veranstaltungen. Das eine ist Azure KI vor Thematik und aber auch nochmal eine komplette Azure-only, also nochmal eine Vorstellung der Themen. Und dort wird sicherlich das Thema Azure Sentinel dann auch Thema sein, wo wir das, sage ich mal, streifen. Auch hier, das ist eine SIEM. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt nicht ein also Thema ist. Das ist der mächtige SIEM. Ja, es also kann kompliziert werden, aber wir haben auch die Kompetenzen in der Bechtle. Wir haben schon Azure Sentinel Projekte durchgeführt, also da ungeniert. Auch gerne, wenn Sie sagen, zukommt. Ich habe da wirklich Bedarf und Need, können wir das auch gerne wissen. In der einzelnen Session mal uns genauer angucken. Also da sind wir auch gerne für offen.
Natürlich. Und Fragen? Keine mehr, glaube ich. Also falls es keine Fragen mehr gibt, das sieht, glaube ich, momentan gerade nicht so aus. Nein, ich sehe es nicht. Haben wir hier jetzt auch nochmal unsere Kontaktdaten für Sie bereitgestellt, unter denen Sie uns erreichen können. Also Dominik Simon, Christoph Bareit, Hardy Waldmann. Wir sind gerne bereit, Ihnen da die Fragen zu beantworten, wenn Sie haben. Im Zweifelsfall und alle auch, Ihre Vertriebskollegen. Genau, also auch wenn Sie sagen, Sie hätten Interesse an den Vortragsmaterialien im Sinne von der Präsentation oder der Aufzeichnung, einfach gerne uns eine kurze Mail schicken, dann stellen wir die zur Verfügung. Wir werden sie nicht public zum Download stellen. Es wird natürlich nichts kosten, keine Frage. Aber wir werden sie nicht public jetzt auf YouTube oder so weiterladen. Also das heißt, wenn Sie sie wollen, bitte gerne melden. Dann kriegen Sie, kein Problem. Kriegen Sie den Link, gar kein Thema. Aber wir werden jetzt nicht groß publishen. Gut, gut. Ja, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann fehlt quasi der Ausgangssong, ja, das genau. Ablendelied. Vielen Dank. Genau, wir kriegen Applaus aus der Produktion, erfahren wir gerade. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie kommen wieder beim nächsten. Genau. You never talk alone, genau. Und wir bedanken uns, dass hoffen, es war ein bisschen kurzweilig für Sie. Und wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.